Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Die Länderspielpause ist vorbei und der Ball rollt endlich wieder in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Ja, Sonntagabend, 22 Uhr, Pflichtprogramm hier auf OE24TV. Wir haben jetzt alle Spiele und Tore für Sie. Und das Ganze wird selbstverständlich von unseren Experten Frankie Schinkels und Edi Finger Junior ausgewertet. Dieses Mal in der Mitte mit weiblicher Besetzung. Ich hoffe, Männer, ihr habt nichts dagegen, sonst muss ich gleich mal die rote Karte ziehen. Na, ist okay, glaube ich, Frankie. Sympathisch, hübsch. So, was soll man intelligent. Mehr? Intelligent und sportlich. Und sportlich. Jetzt werde ich gleich rot. Wir wechseln das Thema. Jetzt war ja gerade die Länderspielpause. Was habt ihr in der Zwischenzeit getrieben? Erstens doch Fußball geschaut, die Länderspiele. Und sonst hat meine Frau sich auch gefreut, weil wir waren jetzt in Wien. Hop on, hop off, 2 Tage. Und ich muss sagen, ich wohne in Österreich, aber Wien ist so schön. Yeah. Ist zum Empfehlen, einmal Wien richtig 2-3 Tage zu geben. Herrlich. Was hast du getrieben? Ja, man glaubt immer Länderspielpause. Ich habe noch nie so viele Spiele gesehen bei der Länderspielpause, weil ja ganz Europa hat gespielt. Also ich war erschöpft am Ende. Ich bin froh, endlich wieder Bundesliga. Ja, und der 11. Spieltag steht jetzt auf dem Programm. Aber bevor wir uns dem ersten Spiel widmen, wollen wir uns natürlich auch noch dem Thema der Woche widmen. Stichwort Videobeweis. Jetzt ist es fix. Ab März 2021 tritt dieser in Kraft. Und dazu haben wir noch kurz einen Beitrag für Sie zusammengefasst. Die heimische Fußball-Bundesliga setzt ab März 2021 auf den Videoassistenten. Das haben der ÖFB und die Liga bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag in Wien mitgeteilt. Es ist sicherlich ein Riesenschritt im österreichischen Fußball, ein wichtiger Schritt, um hier im internationalen Kontext quasi auf gleicher Höhe zu sein. Auf der einen Seite eben für die Schiedsrichter, das ist klar, weil wir nur mit praktischer Ausübung des Videoassistent-Referees auch gewährleisten können, dass unsere Schiedsrichter international in Zukunft mit dabei sein können. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass gerade unsere Clubs damit auch den Level international betreten, der notwendig ist. Eingeführt wird die technische Unterstützung für die Schiedsrichter zum Beginn des Finaldurchgangs 2020-2021. Was die Kosten betrifft, so stellt der ÖFB in der Einführungsphase 1 Million Euro zur Verfügung. Die Kosten für den laufenden Betrieb seien in der Höhe von 1,5 Millionen zu veranschlagen. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, kommen für die ersten 5 Jahre Einführung und Betrieb zusammengerechnet 8,5 Millionen Euro, aber ich glaube, das ist zwar viel Geld, aber eine wirkliche nützliche Investition zum Wohle und für die Zukunft des heimischen Fußballs auf der internationalen Ebene ganz besonders. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es schon ein enormer Aufwand, der da betrieben wird. Man darf nicht vergessen, dass das Schiedsrichterbudget für die Tipico-Bundesliga sich um 150% erhöht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Spiel wird dadurch gerechter und deswegen muss man einfach schauen, dass man den Videoschiedsrichter so schnell wie möglich einführt. Und das machen wir mit diesem Schritt. Die FIFA hat den Einsatz auf 4 Situationen beschränkt. Tore, Elfmeter, rote Karten und Spielerverwechslungen bei gelben bzw. roten Karten. Ja, jetzt ist es fix. Der Videobeweis kommt auch in die österreichische Fußball-Bundesliga. Edi, was sagst du dazu? Brauchen wir das? Ja, auf jeden Fall. Ich sage nur endlich. Wir sind ja die Letzten wieder mal in Europa. Nein, ist sicher gut für die Ehrlichkeit, für die Fairness im Sport. Ja, und wir haben zu diesem Thema auch mit dem ehemaligen Schiedsrichter Harald Ruiz gesprochen, beziehungsweise noch kurz vor der Sendung telefoniert. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, bei uns jetzt Harald Ruiz, der IG Referees, der Interessensgemeinschaft der Schiedsrichter. Ja, die IG hat ja schon seit langer Zeit den Videobeweis gefordert. Der ÖFB hat hier längere Zeit nichts gemacht. Ich nehme an, Sie sind jetzt auch zufrieden, dass ab 2021 der Videobeweis in Österreich, in der österreichischen Bundesliga tatsächlich also Wirklichkeit geworden ist. Ja, absolut. Also man muss sagen, dass der Videobeweis die Schiedsrichter entlastet und gleichzeitig eine wichtige Maßnahme ist, um auch den Vereinen zu zeigen, dass der Videobeweis eine wichtige Einrichtung ist, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen korrekt getroffen werden. Er ist kein Allheilmittel, also der Videobeweis ist sicherlich nicht das, wo man sagt, es gibt keine Fehlentscheidungen mehr, aber es hilft den Vereinen und es hilft den Schiedsrichtern und entlastet vor allem die Arbeit der österreichischen Schiedsrichter.
Ja, jetzt weiß man, dass die Schiedsrichter naturgemäß immer in der Kritik stehen. Auch in dieser Saison gab es viele strittige Situationen. Glauben Sie, dass der Videobeweis dazu führt, dass diese Diskussionen in Zukunft der Vergangenheit angehören? Also ich glaube nicht, dass sie der Vergangenheit angehören, aber ich glaube, dass der Schiedsrichter entlastet wird. Und das ist ein entscheidender Punkt, den wir immer auch gefordert haben, dass die Technik sozusagen den Schiedsrichter unterstützen soll. Und wir haben auch schon vor einiger Zeit immer wieder gefordert, dass der ÖFB die grundlegenden Dinge bereitstellen soll, um diesen Videobeweis einführen zu können. Jetzt ist es ja so, dass man sich fragt, wer wird denn Videoschiedsrichter werden? Sollen das dann ehemalige Schiedsrichter werden, die am Ende ihrer Karriere stehen, oder wer soll dann in Zukunft diesen wichtigen Part übernehmen? Also nach derzeitigem Stand, das was auch die IG Referee weiß, werden das Schiedsrichter sein der österreichischen Bundesliga und die FIFA-Assistenten, die da herangezogen werden, um hier als Video Assistant Referees zu agieren. Das ist das, was wir momentan auch wissen. Ja, und zu diesem Videobeweis gab es jetzt auch schon die ersten Reaktionen in der Bundesliga seitens der Trainer, unter anderem von LASK-Trainer Ismael. Er befürwortet das Ganze ja, Frank, er sagte, das sorgt für mehr Professionalität. Was mich natürlich ein bisschen gewundert hat, wir erinnern uns noch an das Spiel Champions League Playoffs gegen Brügge zurück. Da haben ja die Belgier einen Elfer zugesprochen bekommen, der laut Ansicht der Linzer aufgrund eines vorangegangenen Abseitssituation hätte nicht so geben dürfen. Darf das dann in Zukunft passieren, dass man eben diesen Videobeweis einsetzt und dann trotzdem noch solche Fehler unterlaufen? Nein, das darf nicht passieren. Aber nicht auf diesem Niveau. Eigentlich nie, aber überhaupt nicht auf diesem Niveau. Das hat uns dann als Fußball Österreich geschadet, in dem Fall nicht. Aber endlich, Eddie hat schon richtig gesagt, besser spät als nie. Aber warum sind wir immer die Letzte? Dann vorher in Nigeria und in Sambia gibt es Videobeweise. Die haben nicht einmal im Fernsehen, aber da gibt es einen Videobeweis. Und wir hier müssen immer agieren. Ja? Oder reagieren, sorry. Wir müssen einfach einmal lernen, dass wir gleich mitmachen mit Deutschland, mit Frankreich, mit England. Weil das sind die Nationen, worauf wir ausschauen. Und da müssen wir auch diese Regeln leben. Und, ich glaube, der Eddie gibt mir da recht, unsere Schiedsrichter brauchen diesen Videobeweis, weil sie sind doch nicht so gut, weil international haben wir überhaupt fast keine Schiedsrichter mehr, außer Harald Lechner, der schon 5-mal Schiri des Jahres geworden ist. Haben wir so wenig Qualität bei den Schiris, muss man leider sagen, dass sie sich da auch wieder in Ruhe entwickeln können, dass wir wieder auch Top-Referees bekommen. Es ist eine Hilfe für alle. Das sehe ich definitiv auch so. Und ich würde sagen, wir widmen uns jetzt hier endlich mal dem 11. Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es ist torreich zugegangen. Spiel 1, hier trifft Sturm Graz auf Salzburg. Im zweiten Spiel, was wir Ihnen zeigen werden, empfängt die Mannschaft von Ismael Lask den SV Mattersburg. Außerdem Spiel 3, SCR Alltag empfängt Admira. Hartberg trifft in Tirol auf den WSG Tirol. Im vierten Spiel St. Pölten gegen Austria Wien. Ja, und das letzte Spiel ist definitiv das Spiel der Spiele. Platz 4 trifft auf Platz 3. Rapid Wien empfängt den Wolfsberger AC. Ja, und wie ist eure Prognose? Was ist euer Topspiel? Wo sollten wir heute definitiv drauf schauen? Ja, natürlich, du hast es eh schon richtig gesagt. Rapid Wien WRC ist ein Topspiel. Rapid ist fast verpflichtet zu gewinnen, um Druck zu machen nach oben. Und WRC ist in einer Top-Verfassung. Ja, und natürlich Sturm Salzburg. Na, wir haben geile Spieler und ich freue mich schon, so wie du richtig gesagt hast, auf viele Tore, weil die hast du versprochen. Die habe ich versprochen und die gibt es definitiv. Wenn ich hier was verspreche, dann halte ich das definitiv auch ein. Und wir, liebe Zuschauer, wollen natürlich auch, dass Sie hier heiß mitdiskutieren. Soll Ihnen irgendetwas auf der Zunge liegen oder im Herzen, dann schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an anpfiff@oe24.at. Also sollten Sie Fragen an Frankie haben, an Edi oder an mich, dann her damit. Wir sind heiß darauf, dass Sie hier mit uns mitdiskutieren. Ja, und jetzt sind wir aber heiß auf den 11. Spieltag in der TBG Bundesliga. Das sind jetzt die Spiele, die heute Abend auf Sie zukommen. Wir haben es gerade zusammengefasst, jetzt in den nächsten 120 Minuten. Wir starten mit dem ersten Spiel. Sturm Graz empfängt den Meister Salzburg. Ja, Edi, was erwartet uns heute bei diesem Match? Naja, es ist so, jeder sagt, Salzburg ist der Favorit. Aber die Grazer sind gerade zu Hause. Sturm ist eine echte Nuss. Die müssen was leisten. Dann gab es auch einige Stimmen gegen den Trainer, der mit seinen Aufstellungen, er hat oft sehr
berühmte, beliebte Spieler gar nicht aufgestellt. Also der ist unter Druck gekommen. Ich glaube, das wird eine spannende, offene Partie. Was sagst du? Ja, ich bin auch der Meinung. Salzburg fährt mit 300 km/h durch die Bundesliga, hat die Doppelbelastung. Unter der Woche kommt jetzt wieder diese Champions League, wo sie ja sehr gut gestartet sind. Ja, und Sturm ist ein bisschen einmal hui, einmal pfui. So, ja, heute spielen sie zu Hause. Tolle Fans, die Grazer. So, ja, die können schon vielleicht für eine Sensation sorgen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Starten hier zunächst einmal mit der Aufstellung beider Teams und blicken kurz darauf. Ja, hier die Aufstellung von Sturm Graz. Hier gibt es drei Änderungen mit Hierländer, Donkor und Sakic. Was sagst du dazu, Edi? Ja, ich kann nur sagen, endlich, der Kapitän kommt zurück. Also, ich habe schon gedacht, hat der einen Wickel gehabt mit dem Trainer? Warum ist er jetzt wieder fit und spielt nicht? Er ist wirklich immer eine Stütze der Mannschaft gewesen. Also ich bin froh, sei ganz ehrlich, dass er wieder dabei ist. Und wir schauen noch auf die Aufstellung von Red Bull Salzburg. Hier gibt es gleich mehrere Änderungen mit Haaland zum Beispiel, Christensen, Pankratic und Wöber. Frankie. Ja, da ist natürlich bei Salzburg, die haben so einen riesen Kader. Und die haben natürlich das Spiel von der Champions League jetzt wieder gegen Napoli, gegen Ancelotti, seine Italiener, auch im Hinterkopf. Deswegen ist es nicht die beste Mannschaft, aber ich sage mal so, eine Top-Mannschaft, weil die Spieler, die bei Red Bull im Kader sind und auf der Ersatzbank, würden bei allen anderen Bundesligisten vielleicht mit der Nummer 10 auflaufen können, als Spielmacher oder als Top-Stürmer. Deswegen, ja, hier spielt heute gut gegen Top. Ja, und wie das erste Spiel ausgegangen ist, das weiß jetzt unser David Hermann Meng. Wir blicken in das Spiel Sturm Graz gegen den Meister Salzburg. Ein Hauch von Champions League Flair, der weht durch Graz. Die Grazer ja dreimal in der Königsklasse vertreten. Diesmal ist Salzburg zu Gast. Doch königlich zunächst die Grazer. Erste gute Chance durch Thorsten Röcher, aber Pongracic hat etwas dagegen. Wir werden es in der Zeitlupe nochmal sehen. Stankovic klärt und Pongracic dann noch besser. Und damit bleibt es zunächst beim torlosen 0:0. Aber Salzburg extrem schwach in den ersten 45 Minuten. Es spielt nur Sturm, diesmal in der Person von Hierländer. Gute Flanke, Röcher mit dem Kopfball an die Latte und der Ball ist im Tor. Ljubicic, der ist der Torschütze, lässt sich feiern und widmet diesen Treffer seinem verstorbenen Großvater. Der ehemalige U21-Teamspieler hat erst ein Bundesligator auf dem Konto und da ein ganz besonderes, war nicht allzu schwer, denn da steht er goldrichtig und braucht nur noch den Fuß hinhalten. Zunächst kann Stankovic den Ball noch an die Latte klären, doch dann im Nachschuss ist er chancenlos. Die Salzburger über Haaland, ja, und das eine Halbchance, Soboschlei und Spendlhofer ist dazwischen. Dann wieder die Grazer für Kitesvili, ein bisschen zu weit, Ramaljo ist in der Nähe, was passiert? Noch immer Kitesvili, der Georgier, sieht hier Ballei, Riesenmöglichkeit für Ballei, aber Stankovic ist hier auf dem Posten. Und ja, die Grazer könnten gut und gerne schon 2:0 führen. Dann noch eine Chance für die Salzburger. Haaland hat sein Radar noch nicht richtig eingestellt. Und dann ist Schluss für Jesse Marsch und Co. in den ersten 45 Minuten. Da muss eindeutig mehr kommen, sonst könnte es hier ein böses Erwachen geben. Doch in den zweiten 45 Minuten ist man besser. Dann ist der Ball auch im Tor, aber Muckenhammer entscheidet hier auf Abseitsstellung von Ramaljo. Hier sehen wir es in der Zeitlupe. Puh, ganz knapp. Also gleiche Höhe oder eventuell vielleicht mit der Haarspitze vorne, schwierig zu sagen. Soboschlei versucht es dann, aber Siebenhandel kann hier retten. Ja, die Grazer nicht wirklich am Boden hier. Ballei, der Stürmer, bekommt hier den Stollen von Achimero ab. Da sehen wir es auch. Tut ganz schön weh, aber der Grazer Stürmer kann weitermachen. Dann ein Konter für Sturm über die linke Seite. Es geht ganz schnell. Und da ist Stankovic wieder am Ball. Dann sind es die Salzburger, die jetzt mehr machen müssen. Da wird Wöber gesucht. Da unglücklich abgewehrt und der Ball ist drinnen. Das ist der Ausgleich. Seko Keuter trifft zum 1:1. Aber was war das für ein kurioser Treffer? Donkor hatte hier den Oberschenkel im Spiel. Aber gehen wir alles der Reihe nach durch, während er sich hier feiern lässt. Da sehen wir zunächst das versuchte Zuspiel, dann Böber und dann achten sie auf den Oberschenkel von Donkor und dann überzuckert das Keuter extrem gut, extrem cool und extrem lässig, sagt Dankeschön und
Da hat Siebenhandel natürlich keine Chance. Das ist das 1:1. Ja, Napoli wartet ja für die Salzburger am Mittwoch. Und hier haben sie einen wichtigen Treffer mal gelandet. Keuter hat dann Lust auf mehr bekommen, Aschimero. Und Siebenhandel macht das perfekt, verhindert Schlimmeres. Aschimero weiß, das hätte ein ganz wichtiger Treffer sein können. Kein Abseits hier, doch der Salzburger kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Dann nochmals die Salzburger wieder über Wöber und dann hauchdünn am Tor vorbei. Daka war es, der hier gescheitert ist, 10 Minuten vor Spielende. Sturm dann mit diesem Konter und da ist Junuzovic letzter Mann, ja oder nein? Muckenhammer sagt nein und Junuzovic hat Glück, dass es hier nur die Gelbe ist nach Foul an Despotov. Despotov und die Grazer hätten hier gerne den roten Karton gesehen. War auch eine klare gelbe Karte, aber Pongracic war der letzte Mann und somit ist es nur gelb. Dann Despotov mit diesem Freistoß und der Ball klatscht an die Außenstange. Glück hier für die Salzburger. Eine gute Möglichkeit für die Blackies. Und dann die letzte Möglichkeit in der 94. Minute. Aber auch der geht nicht ins Tor. Ballei hat vergeben und damit ist klar, die Salzburger müssen zum zweiten Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz. Aber man ist 8 Ligaspiele gegen Sturm unbesiegt und die 5 platzierten Grazer haben von den jüngsten 5 Spielen in der Meisterschaft nur eines gewonnen. Ja, Endstand 1:1. Das heißt, der Meister Salzburg bleibt nach wie vor ungeschlagen in dieser Saison. Was sagt ihr zum Spiel? Habt ihr damit gerechnet, dass das unentschieden ausgeht? Ja, bei Sturm ist vieles möglich. Das haben wir schon gesagt. Einmal hui, einmal pfui. Und dieses Mal war es viel hui. Sehr gut. Und Salzburg, da merkt man schon, die Doppelbelastung ist im Hinterkopf. Ein paar sind von der Nationalmannschaft auch zurückgekommen mit wenig Pause. Aber das genügt. Schadenbegrenzung, wieder nicht verloren. Deswegen, ich sage mal gut, auf Salzburg ist alles okay. Alles war okay. Und ich würde sagen, wir schauen einfach noch mal auf die Tore des Spiels. Ja, und da startet gleich mal Sturm Graz mit dem ersten Treffer. Ja, das ist eine super Kombination und eine tolle Flanke. Dann erst einmal an die Latte und dann natürlich... Ja, sagt man immer, Jungs, der zweite Ball nicht schlafen. Ja, und er schläft nicht. Er ist alert und steht gut, wo ein, ja, ich sag mal, ein Stürmer stehen muss bei sowas. Und hier sehen wir jetzt gleich. Und das war verdient. Definitiv. Und hier sehen wir auch gleich den Ausgleich von Salzburg. Ja, das war kein Ausgleich, das war ein Glücksschuss. Das ist wie im Roulette. Das ist unglaublich. Ja. Big, back, buck, aber dann schön gemacht. Ja, und das Problem ist natürlich immer gegen Salzburg, du musst stabil stehen. Und der Donko, der Nummer 20, hier Sigmas in der Wiederholung, jetzt kriegt er ja, vielleicht unglücklich, aber trotzdem als Innenverteidiger muss ich das erwarten. Und dann, ja, Keuta, der kommt eigentlich als Ersatzspieler, der hat letzte Saison in Wolfsburg alle Tore geschossen und ja, Salzburg kann den Spieler dann aufstellen und ja, top linker Fuß. Ja, sehr schön gemacht. Ein bisschen Glücksschuss natürlich. Also wenn er den könnte, würde er ja öfter in den ersten genau spielen. Aber ja, sehr gut gemacht. Ja, aber wie kann man jetzt die Leistung von Sturm Graz einschätzen? Man muss ja sagen, das ist ja wie so eine Höhen- und Tieffahrt. Man kann die wirklich nicht wirklich einschätzen. Ja genau, bin ich bei dir. Weil Sturm Graz hat beispielsweise eine Ersatzbank gehabt mit Janscher, mit Leitgeb, mit Schrammel, mit sehr guten Spielern. Ja, die haben aber noch nicht eine echte gute Mannschaft. Die haben viele gute Einzelspieler im Kader und das war der Vorgänger schon so, Melich oder der Vogel, der Schweizer, hat da nicht eine echte Truppe draus gemacht. Und wenn die aber jetzt die Möglichkeit haben, unter den El Maestro ja, zur Mannschaft zu werden, ja, dann können es schon gefährlich werden, für nicht für Salzburg, aber für LASK oder für Wolfsburg. Weil es muss doch möglich sein, mit dieser Kader, Eddie, auf den Vizemeistertitel. Okay, was mir nicht gefällt bei den Sturm, sie spielen für mich zu viel Fußball. Sturm ist bekannt für Einsatz, Kampfkraft, ein bisschen Härte auch. Ja? Und im Moment wollen sie Fußball spielen. Vielleicht ist es der Trainer, der würde so. Und ich glaube, da müssen sie noch einen Schritt mehr machen, denn Salzburg kannst du nur besiegen, wenn du alles gibst, auch körperlich. Ja, und wir kommen auch mal zu den Meister. Die konnten sich am Ende noch mit einem Punkt retten. Hat man da nicht eventuell mehr erwartet von dieser Partie?
Ja, aber die sind so erfolgsverwöhnt. Ja. Die haben so einen tollen Lauf, das ist unglaublich. Jedes Jahr denken wir, sogenannte Experten, die wir sind, na, jetzt brechen sie ein. Nix, die werden immer besser. Trainer weg, Rose, nach Gladbach, wieder auf den, ja, der 1. Mai kommt, die Zuschauer haben Pfiffen wieder kommt. Na, was ist? Die werden noch stärker. Doppelbelastung, Champions League, jetzt gehen sie ein. Na, bleibt alles so. Weil sie einfach so einen großen Kader haben und so viel Qualität. Über Salzburg, unser Aushängeschild in Europa, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, aber sie haben sich nach dem Spiel beschwert, nämlich über die Rasensituation in der Merkur Arena. Nämlich Pilzanfall ist da angesagt. Was sagt ihr dazu? Ist das überhaupt jetzt noch möglich, da eine Bundesliga auszutragen bei solchen Verhältnissen? Naja, ich habe auch Fußpilz und kann sehr gut laufen. So, wenn ein bisschen Pilz auf dem Platz ist, darf das kein Grund sein, dass man sagt, wir haben hier nur ein Unentschieden gemacht. Ja. Oder? Ich meine. Ja, aber ist ehrlich, der Platz ist schier. Ja, natürlich, schier ist er. Ja, es ist nicht der grüne Rasen, sondern der braune Pilzling. Aber ich bin schon bei Salzburg, dass die natürlich sagen, wir haben alle den Auftrag in der Bundesliga, einen guten Fußballplatz für den Auswärtsmannschaft zu bieten. Das ist logisch. Hey, weil sonst machen ein paar, die nicht kicken können, die gibt es auch bei uns in der Bundesliga, die sagen, lass den Platz, wie er ist, weil dann haben die anderen Probleme. Das darf nicht sein, aber das ist sicher kein Vorteil für Sturm Graz, dass sie jetzt ein bisschen einen Pilz auf dem Platz haben. Oder kein Nachteil für Salzburg mit der Qualität. Muss man einmal hoffen, wir machen es nicht Bäume, so wie Klagenfurt. Dann wird es ein Problem, das weißt du schon. In Klagenfurt stehen Bäume in dem Stein. Ja, das ist lästig. Wenn es keinen Gegner mehr sieht zwischen den Bäumen. Ja. Hör mal auf. Ja, das war's auch vom allerersten Spiel. Sturm Graz trennt sich 1:1 von Salzburg. Und wir blicken auch gleich mal auf das nächste Spiel. Da empfängt die Elf von Ismael LASK Mattersburg. Das schauen wir uns nach der Werbepause an. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Dann diskutieren wir hier heiß weiter über diese Partie. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Herzlich willkommen zurück zum Anpfiff 4 auf OE24TV. Heute steht der 11. Spieltag in der österreichischen Bundesliga an und wir schauen uns nochmal die Ergebnistabelle an. Sturm Graz, das Spiel hatten wir gerade vor der Werbepause, empfängt den Meister Red Bull Salzburg und diese beiden Mannschaften trennen sich 1:1. Jetzt geht es hier weiter mit dem Spiel LASK gegen SV Mattersburg. Ja, ihr Lieben, was erwartet uns bei diesem Match? Also erstens muss ich sagen, für mich ist der LASK-Trainer Ismael die Nummer 1 der Trainer in Österreich. Wir haben alle gesagt, naja, neuer Trainer, alles neu, es wird schwierig. Der hat diese Mannschaft noch besser gemacht. Also ich kann auch sagen, ich kann nur den Hut ziehen, großartig, und der hat so viel geleistet. Also der LASK ist auf einmal vorne mit dabei. Also vom Mittelmaß zur Spitze. Unglaublich. Aber man muss ja auch sagen, LASK steht dafür, dass sie aktuell auswärts sehr stark agieren. Jetzt spielen sie zu Hause. Wird das kritisch? Nein, überhaupt nicht. Das darf kein Problem werden, Mattersburg in dem Fall, weil LASK, wie der Eddie schon gesagt hat, unter dieser Trainer Valerie Ismael noch einmal eine Entwicklung macht. Sie sind stabil, sie haben gut eingekauft, sie haben ein paar gute Jüngere geholt, die dann auch rotieren kann, das kann der Trainer. Sie sind auch in der Doppelbelastung, sie spielen UEFA Cup am Donnerstag wieder. Aber LASK ist so stark, die sind derzeit die Jäger von Red Bull Salzburg. Und alle anderen müssen erst einmal LASK überholen, um überhaupt Richtung Salzburg zu kommen. Ja, und auch hier sind wir selbstverständlich gespannt, wie beide Mannschaften auflaufen. Zunächst einmal starten wir hier mit der Startelf von LASK. Ja, die Linzer wollen Anschluss halten an Red Bull Salzburg, das haben wir gerade gesagt. Und die Aufstellung von Ismael ist ja nicht überraschend, die spielt fast immer mit der gleichen. Was der Eddie und ich oft kritisieren bei anderen Vereinen, die so viel wechseln. Das hat er vorher schon gesagt über Sturm und Salzburg. Nein, er spielt immer mit der gleichen Mannschaft. Wenn einer sich verletzt, dann wird er ausgetauscht. Oder wenn einer gesperrt ist, kommt der andere. Aber er spielt doch meistens mit seiner stärksten Formation. Deswegen wird er auch belohnt mit guten Leistungen von seinen Spielern. Ja, und wir sind natürlich jetzt auch noch gespannt, wie Franz Pohnweiser seine Spieler auflaufen lässt.
Edi, was gibt es hier für Änderungen? Eigentlich nicht sehr viele, wobei ich sagen muss, ich würde es nicht irgendwie abwertend sagen, aber es ist ja bei Mattersburg eigentlich, die haben keinen Kader, wo man überlegt, spielt der oder der. Also die sind froh, wenn sie elf zusammenbringen, die häufig gut spielen, die werden alles geben, aber da wird nicht sehr viel rotiert oder geändert. Also die spielen mehr oder minder, die haben eine einzige Veränderung der Art auf der linken Seite, sonst spielen die ihr Spiel runter und das ist auch vernünftig. In dem Niveau, wo Mattersburg im Moment ist, soll man nicht viel herumtüfteln, ruhig spielen und schauen, dass man halbwegs gut drüber kommt. Ja, und die Linzer, die wollen Anschluss halten. Wir blicken nun auf das Spiel LASK gegen SV Mattersburg. Heimspiel für die Linzer heute gegen Mattersburg und der gebürtige Hamburger Peter Filipovic, der in dieser Saison wieder in die österreichische Bundesliga zurückgekehrt ist, schmunzelt dem 11. Spieltag entgegen. Und nach einem hektischen Start und Ballverlust der Linzer in der Vorwärtsbewegung schaltet Mattersburg schnell um und der auf der völlig verwaisten rechten Seite kommende Gruber schlänzt den Ball schließlich gefühlvoll zur Gästeführung ins Tor. Da ist der Jubel groß, 1:0 für Mattersburg in der 6. Spielminute. Und hier sehen wir noch einmal die Wiederholung. Querpass zu Andreas Gruber. Kein Abseits. Er steht völlig frei und dann schlänzt er die Kugel an den LASK-Keeper vorbei. Da sieht die Defensive von LASK alles andere als gut aus. Aber nur 4 Minuten später schlägt auf der anderen Seite das bewährte Duo für Standard zu Kapp. Mit dem Trauma vollendet den Freistoß von Peter Michol aus wenigen Metern per Kopfball. Das ist eine klare Antwort der Linzer auf den frühen Gegentreffer. Hier sehen wir noch einmal die Standardsituation. Super Hereingabe und dann steht Trauner wieder einmal goldrichtig und platziert die Kugel sicher im untersten rechten Eck. Und in der 24. Minute bahnt sich direkt mal die nächste Torschance für LASK an. Nach einer herausgespielten Kombination an etwas Ballglück schließt Geuginger diese im Strafraum aus gut 11 Metern präzise ab. 2:1 und Jubel bei den schwarz-weißen Fans. Hier sehen wir noch einmal die Wiederholung Friesinger auf Renner. Ihm springt der Ball zum Gegenspieler, aber Geuginger reagiert schnell und versenkt die Kugel sicher zum 2:1. Die Burgenländer stemmen sich aber gegen die Vorentscheidung. Freistoßgruber auf der anderen Seite. Er hat bekommen den vor die Füße abgefällt von Mattersburg. Und dann steht Malic Gold richtig und trifft aus der Kurzdistanz zum 2:2. Da ist die Freude bei den mitgereisten Fans selbstverständlich riesig. Dieses Spiel hier sprudelt eindeutig vor Toren. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung an. Nach diesem Freistoß kommt der Mattersburger Mann ran. Verwirrung hier im Strafraum. Und dann ist der Verteidiger da und überwindet Team-Tormann Schlager. Das Stadion ist hier völlig aus dem Häuschen, ja, und der Torsprudel, der geht hier eindeutig weiter. Und es nahmen die Schwarz-Weißen gleich mal wortwörtlich die nächste Aktion in der 38. Minute. Geuginger vertrippelt sich etwas im gegnerischen 16er. Holland kommt an den Abpraller und spielt den Ball raus auf die rechte Seite zu Ranzel, der sofort abschließt. Sein Schuss schlägt unhaltbar im kurzen Eck ein. 3:2 Führung für LASK. Ja, der LASK gibt in den letzten Minuten vor der Pause noch einmal gewaltig Gas. Für Mattersburg gilt es sich ohnehin, weiteren Schaden in die Kabine zu retten. Ja, und dann kam er auch endlich, der Halbzeitpfiff. 45 Minuten sind gespielt, bereits 5 Tore gefallen. Mit einer 3:2-Führung geht es für das Team von Ismail in die Kabine. Und nach dem Seitenwechsel geht es in die zweite Halbzeit. Und hier kombiniert sich LASK in den Mattersburger 16er. Friesinger legt quer zu Ragus. Dieser fällt hin, pulsiert den Ball allerdings noch spektakulär mit dem Rücken zum Tor in die Maschen. Grandioses Tor. Freude bei Trainer und Spieler. Und hier sehen wir noch einmal, wie Holland das 4:2 einleitet. Pass auf Frieser, dessen Stangepass kann Lukas Rath zwar abfangen, im Liegen schnappt sich aber Ragus den Ball und befördert diesen rückwärts ins Tor. Jetzt hat sich LASK eingespielt, der eingewechselte Potzmann spielt den Ball in die Tiefe, Geuginger geht in die Schnittstelle, läuft auf das Tor zu und überwindet Kuster mit einem trockenen Schuss in die kurze Ecke. Kurz und schmerzlos die 5:2-Führung für LASK.
Torjubel bei den Gastgebern. Ja, da sind die schwarz-weißen Fans richtig am Mitfiebern und jubeln. Hier wird sich nochmal abgeklatscht und hier nochmal die Wiederholung. Er macht's kurz und schmerzlos in die rechte Ecke. Da ist der Keeper von Mattersburg chancenlos. Und bereits wenige Minuten später die nächste Chance für Gastgeber. Pass zu Ranfl, der kommt aus gut 25 Metern zu einer guten Abschlusssituation. Der Ball wird zwar noch leicht abgefälscht, dass Costa keine Chance hat auf eine Abwehr. Etwas unglücklich für die Mattersburger, aber das 6:2 für den LASK. Ja, die haben sich jetzt richtig warm geschossen. In der 79. Minute, Potzmann steckt den Ball durch auf Tete, der sich an Costa vorbeischlängelt und den Ball aus Spitzenwinkel über die Torlinie befördert. Jubel bei LASK, Fassungslosigkeit bei den Gästen. Ja, und die warten eigentlich nur noch auf den Abschlusspfiff. Und da kommt er auch endlich. Ein Glück für Mattersburg, denn LASK erhöht in der zweiten Hälfte eindrucksvoll die Schlagzahl und lässt dann in der zweiten Halbzeit den überforderten Mattersburg überhaupt keine Chance, was bei LASK-Trainer Ismael für Zufriedenheit sorgt. Ja, was für ein Torfestival, oder? Wer hätte damit gerechnet, in der ersten Halbzeit noch sehr ausgeglichen, aber in der zweiten Halbzeit dann ganz klar überlegen, das Team von Ismael. Was sagt ihr dazu? Habt ihr damit gerechnet, mit so einem hohen... Naja, hab's damit gerechnet. Wir haben schon beide damit gerechnet, dass LASK stark ist. Aber ich bin erschüttert von Mattersburg. Das ist nicht Mattersburg, die ich kenne, seit Mattersburg in der Bundesliga ist. Die lassen sich ausschießen, die machen Fehler. Fehler kann man machen, aber so stümperhafte Fehler in der Defensive. Mattersburg steht nicht stabil und deswegen war es heute für LASK ein ganz leichtes Spiel. Es war zwar, haben es noch was gebraucht, um zu Tore zu kommen, aber das war, ich sag, fast eine Schülermannschaft in der Defensive. Und das ist schade, weil Mattersburg, wie gesagt, ich bin ein Schütze, weil das kenne ich anders. Das war eine Mannschaft mit Männern, ja, und das sind lauter fast Kindergarten ist das gewesen, in der Defensive. Ja. Edi, 11 Spiele, jetzt 7 Niederlagen, wie geht es da für Mattersburg weiter? Was muss geändert werden? Ja, man könnte sagen, 11-9, aber das haben sie nicht. Also, nein, es ist schwer für einen Trainer. Was soll der machen? Wie der Frenkie richtig gesagt, die haben keinen Mumm, die kämpfen nicht und jetzt haben sie das nächste Spiel. Was soll der Trainer denen sagen? Ihr seid eh nicht so schlecht, jetzt können 10 Goal kriegen. Es ist wahnsinnig schwer, weil ein Fußballer, der spielt auch schon viel die Seele und die Psyche mit. Ja, er muss jetzt, glaube ich, wie ein Psychologe arbeiten. Er muss versuchen, die aufzubauen, zu sagen, das war nicht so. Mattersburg war ein Glasl Wein, das sind ja die Weingegend dort. Also irgendwas muss er machen, weil so sind sie für mich erster Kandidat auf den Abstieg. Aber ich würde dich als Frau nicht belehren, weil die Frauen haben wirklich viel Ahnung vom Fußball. Aber es gibt bei uns im Fußball schon Tugenden. Eine Tugend ist, ich muss mich wehren gegen eine Niederlage sowieso. Dann, auch wenn die anderen besser sind, LASK es auf Papier besser. So, dann lasse ich mich ausschießen, dann brauche ich nicht hinfallen. Oder ich gehe auf den Platz und gebe alles und bin dabei und bin konzentriert. Und in der Defensive gebe ich alles. Und mein Gegner wird mir nicht einen Zentimeter Raum kriegen von mir. Und lasse mich nicht aufs Tor schießen. Und. Ja, und wenn du das nicht machst, dann wirst du auch geschossen und dann hast du das Trainingproblem. Und dann muss auch der Trainer sich selber hinterfragen, ob er, was er sagt zu seiner Mannschaft, ob das überhaupt noch ankommt. Frank, jetzt muss ich dir noch was verraten. Ich bin ehemalige Handballerin, weiß dementsprechend, was du meinst. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Nein. Weiß dementsprechend, was du meinst und bin da ganz bei dir. Diese Sportart von Handball können wir sehr viel lernen, weil wenn es ist, um den Kreis verteidigst und dann habe ich da eine Hand und da und ja. Elbow-Check und das, ja, dann brauchst du nichts mehr sagen. Das können wir von Handball lernen. Aber Mattersburg muss das lernen. Nicht wir. Ja, Handballerin. Handballerin. Also aufpassen, was du sagst. Wir bleiben jetzt beim Fußball und wollen uns natürlich das Torfestival noch mal anschauen. Hier sind alle 9 Tore für Sie. Das Ganze wurde bereits in der 6. Minute von Gruber eröffnet. Ja, dann bist du mit 1-0 vorne nach 6 Minuten. Dann jubelst, dann ist es der ideale Anfang. So, und wenn es jetzt dann mit die Tugenden jetzt erst kommen, dass du mit dem unbedingten Willen weiterspielst. Ja? Aber schau her, da fangen sie mal an. Ja, und die Antwort von LASK lässt nicht lange auf sich warten in der 10. Minute durch einen Kopfball von Trauner. Ja, ich finde das Duo perfekt, oder? Da kommt auch die Abwehr, das ist der LASK. Die kommen von überall und machen dann das Tor. Das muss nicht immer ein Stürmer sein, der gefährlich ist. Das ist das Geheimnis des Trainers. Früher hast du gegen Mattersburg nie ein Kopfballtor machen können.
Aber hier, es geht alles zu vereinfacht. Er springt nicht einmal mit, der Verteidiger. Und hier in der 24. Minute geht es direkt weiter mit der 2:1-Führung für LASK. Ja, aber du siehst unheimlich viele rote Spieler, das sind die Mattersburger. Die roten Spieler stehen eher genügend da, nur keiner bewegt sich zum Ball. Und im Fußball geht es darum, dass ich den Ball verteidige. Und nicht... Genau, Frecki. Sechs Verteidiger genau, und genau. Zwei Stürmer, die machen das Tor. Ne? Malitz kriegt er noch zwischen die Beine, ja. So stümperhaft. Okay. Und der Tormann tut mir auch schon leid. Malitz kann sehr gut, der Tormann, aber er hat schwer. Gut, den kann er nicht halten. Nein, kann er nicht. Ja, und die Mattersburger, die lassen das nicht lange auf sich sitzen. Bereits in der 34. Minute gleicht Malitz hier aus, nach einem Freistoß. Ja, und da denkt der Laie, jetzt kommen sie, jetzt wachen sie auf. Jetzt. Das ist wie eine Injektion, eine Mutinjektion. Die Fans, ein überschaubarer Haufen von vier Leuten, jubeln. Ja, aber das ist ideal. Obwohl dieses Mal der Traune muss raus, weil seine Abwehr war schon raus. Hier wieder, du glaubst, diese Kopie? Das ist eine Gegenantwort von LASK in der 38. Minute. Ranfield trifft da zum 3:2 vor dem Halbzeitpfiff. Das schaut aus wie jedes Tor wird nochmal gezeigt. Und wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit und hier geht jetzt das Torspektakel von LASK zu. Also ich muss auch sagen, sehr schnelles Spielen ja. An diesem Spieltag seitens LASK. Der Geuginger ist ein bisschen unzufrieden mit dem Publikum. Wenn er ein Tor schießt, dann spielt er ein beleidigter Leberwurst. Er hat was gehört, dass ihn vielleicht kritisiert haben, was weiß ich. Das soll er nicht machen. Aber das hat er schon länger jetzt. Ja, aber der ist so gut. Starke Spieler, der soll einfach sich konzentrieren auf das Wesentliche. Das ist Spaß zu haben. Das erste Mal hat das 6:2 sehen wir jetzt hier. Ja. Vom 16. wird geschossen. Der Eddie hat es schon gesagt, der Kuss im Tor von Mattersburg ist arm. Weil hier, man steht, man hat Begleitservice, aber man attackiert nicht. Und das ist das Problem. Ja, und das war ein spektakuläres Torfestival. Hier sehen wir jetzt auch noch den 7:2-Treffer. TT trifft da den Ball und zieht in die rechte Ecke. Ja, da ist der Freudenschrei von LASK natürlich riesig. Auch Trainer Ismael war anschließend sehr zufrieden und hat gesagt, dass er sehr stolz auf die Jungs ist. Habt ihr mit so einem Torspektakel gerechnet? Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man sagt, ja, dann ist man vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig. Eigentlich nein. Ich hätte schon für einen Sieg auf LASK getippt. Klar. Weil Mattersburg einfach in der Defensive schwach ist, aber dass sie sich so aufgegeben haben und so viele stümperhafte Fehler gemacht, das ist mir neu. Darum war ich ein bisschen überrascht von Mattersburg in der Defensive. Wobei ja der LASK viel mehr kann, als er heute gezeigt hat. Das hat man schon in anderen Spielen gesehen, zum Beispiel gegen Salzburg. Die können noch eine Nummer zulegen, ja, also die haben das halt nicht gebraucht. Ja, aber für die Zuschauer definitiv ein sehr unterhaltsames Spiel. LASK trennt sich 7:2 von Mattersburg. Wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause und dann blicken wir auf das dritte Spiel. Da empfängt Altach Admira. Das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Match. Das sollten Sie nicht verpassen. Bis gleich. Die große OE24 TV Bundesliga Show. Anpfiff. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Anpfiff, die große Bundesliga-Show hier auf OE24 TV. Wir blicken zunächst einmal auf alle bisherigen Spiele, die wir zuvor gezeigt haben. Sturm Graz trennt sich mit 1:1 gegen Red Bull Salzburg. Ja, und bei LASK, da kam es zu einem Torfestival. 7:2 gegen den SV Mattersburg. Und bei uns geht es jetzt hier weiter mit dem nächsten Spiel, mit dem dritten Spiel. Schmidt zurück an der alten Wirkungsstätte. Altach empfängt Admira. Ja. Ja, ein spannendes Spiel. Beide Mannschaften aktuell sehr unausgeglichen. Was kommt da heute auf uns zu? Was kommt auf uns zu? Ja, der größte Druck hat Klaus Schmidt. Der hat 2 Wochen Länderspielpause nutzen können, um diese Admira-Mannschaft, die eigentlich am Boden ist, aufzurichten. Und ja, er braucht Punkte, so egal wie, egal wann, aber sie müssen Punkte machen, um von dem letzten Platz wegzukommen. Und Altach ist wieder dahin, geht wieder dahin, wo sie letztes Jahr waren beim Grab her, Richtung Tabellenkeller. So, die brauchen Punkte, sonst geht es den ehemaligen Holländer oder mein ehemaliger Landsmann, den Pastor, an die Kragen. Ja, und wir sind natürlich auch gespannt, wie beide Mannschaften auflaufen. Das schauen wir uns jetzt an. Wir beginnen zunächst einmal mit der Aufstellung vom SCR Altach. Und da hat sich so einiges getan.
Ja, wie gesagt, der steht richtig unter Druck, der Pastor, weil er will zu viel Fußball spielen. Und das ist, was Altach derzeit nicht so kann. Sie müssen richtig mehr fast die Sense auspacken. Sie müssen wieder so spielen, um nicht abzusteigen. Und nicht glauben, sie können jeden Gegner in Österreich, das glaubt nämlich in meinen Augen der Trainer, alle an der Wand spielen. Deswegen wird es ein schweres Spiel für Altach. Und ja, schauen wir mal, ob der Trainer noch lang fest im Sattel sitzt, oder? Er hat die ganze Opfer ausgetauscht. Also, er weiß schon, was auf ihn zukommt. Genau. Ja, und immense Freude gab es nach dem 3:1 für Admira gegen den Aufsteiger Tirol. Das Auswärtstrend unter Klaus Schmidt will die Admira auch im Auswärtsspiel selbstverständlich gegen SCR Altach fortsetzen. Und dementsprechend gibt es hier bei der Aufstellung keine großartige Änderung. Man läuft gleich auf. Edi. Das ist eigentlich fast eine Überraschung in der Fußball-Bundesliga, dass eine Mannschaft unverändert die nächste Runde spielt. Aber ich sage, eine intelligente Entscheidung vom Trainer Klaus Schmidt, er macht das richtig. Er hat gesagt, wir sind am Weg nach oben, wir sind besser, wir probieren es. Schauen wir mal, ob es ihm gelingt gegen Pastor. Zellhofer ist ja nicht mehr mit dabei, den hat man ja, ich weiß nicht, weggeschickt oder weggelobt oder whatever. Also, das ist schon ein Spiel, ein bisschen in Richtung Abstieg. Da geht es um jeden Punkt, um jedes Tor. Das wird spannend. Also ein spannendes Match, was wir uns jetzt auf jeden Fall reinziehen werden. Wie gesagt, Schmidt zurück an der alten Wirkungsstätte. Altach empfängt Admira und wir starten jetzt hier mit dem Spiel. Im Keller ist es bekanntlich dunkel und da befinden sich die Admira als Letzter und Altach mit nur 2 Zählern davor. Alex Pastor, der möchte aus diesem Keller ganz schnell wieder raus und möchte wieder auf die Sonnenseiten des Fußballs. Doch die Admira geht in Führung und das nach wenigen Spielminuten durch Julmann mit diesem Weitschuss. Der sitzt, ausgezeichneter Schuss. Kobras ist geschlagen. Ich glaube, der Ball war nicht unhaltbar, aber beurteilen Sie selbst aus 25 Metern scharf, halb hoch. Aber in Topform hätte der Altach-Goalie den wohl auch noch rausdrehen können. So bleibt es hier bei einem Gegentreffer im Ländle und es steht damit 0:1. Auf der Gegenseite Sydney Sam, der deutsche Neuzugang, gefährlich leiten ist hier am Ball. Da ist wieder Sam, war ja auch fünffacher deutscher Teamspieler, ist gekommen von Bochum aus der zweiten deutschen Bundesliga, hat dort übrigens beim Debüt gleich als Torschütze und als Rotsünder sich etabliert. Mal schauen, wie er sich heute tut. Hier hat Matthias Mark den Ball dann abgefälscht nach diesem Schuss von Gebauer. Und Sam, der Neuzugang, der tut sich richtig schwer. Dann sind es wieder die Admiraner, diesmal über Julmand wieder. Da ist Bakhüsch, der setzt sich durch und zwar gegen Schmiedl. Um Gottes Willen, was macht der Schmiedl da? Und das ist das Tor, 0:2. Also, Sinan Bakhüsch, der packt hier seinen Gegenspieler so richtig ein. Der Schmidt befördert ihn zum Schmiedl, kann man sagen. Sinan Bakhüsch, der in Topform ist, hat auch schon in den letzten Runden gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist bei der Admira. Aber das Verhalten von Marc, das wäre hier alles andere als makellos. Dann wieder die Admira und Marc fährt da ins Leere. Also der ist nicht so wirklich auf dem Platz in den ersten 45 Minuten. Leitner, der hat wenig zu tun und wenn er gefordert ist, dann ist der Admira-Schlussmann auf dem Posten. Dann sind wir Bakhüsch im Zweikampf mit Marc, mit dem Heber und Tor! 3:0 für die Admira und das war ein Treffer. Kandidat Tor des Monats. Da ist es ganz ruhig im Ländle, ganz ruhig. Und wir sehen, da setzt er sich wieder durch gegen den völlig überforderten Marc. Einmal aufgeschaut, Heber. Ja und Weltklasse-Treffer von ihm, also besser geht's nicht. Kobra steht ein bisschen zu weit vielleicht vor dem Gehäuse, aber Bakhüsch, der macht hier alles klar und es steht 0:3 nach den ersten 45 Minuten. Doch dann in der zweiten Halbzeit, Aiwu ringt Berischer hier nieder. Es gibt Elfmeter, eine klare Angelegenheit. Da werden wir sehen, Lackner und Co., die regen sich hier so richtig auf bei Schiedsrichter Josef Spurny. Aber Aiwu im griechisch-römischen Stil. Olympische Spiele sind erst im kommenden Jahr, ein bisschen zu früh, Bewerbungen aber noch offen. Berischer versucht es dann und er macht den Anschlusstreffer 1:3 damit durch Mergim Berischer. Torhüter verladen, ganz klare Angelegenheit, Leitner im anderen Eck und damit 1:3. Ja, dicke Gewitterwolken im Ländle, aber
Für die Admira scheint hier die Sonne und pusht dann mit diesem Freistoß Menning Lagner Stange und da herrscht wirklich Verwirrung. Die Defensive der Vorarlberger ist hier gut bedient, dass der Ball hier nur an die Stange klatscht. Da sehen wir es, Menning Lagner und Co. mit vielen, vielen Möglichkeiten auf einen vierten Treffer. Dann Emir Karic, dann wieder Sam, der ist vieles schuldig geblieben. Also, dass der 2013 im Team gespielt hat, das möchte man gar nicht glauben. Und der eingewechselte Manni Fischer, der setzt den Ball hier drüber. Ja, Sam, mit vielen Erwartungen ist er hierher gekommen. Seit 3 Wochen trainiert er mit, aber wie ein deutscher ehemaliger Teamspieler spielt er nicht. Schon eher dieser Freistoß von Pusch, aber Cobras, der macht das hier exzellent. Den fischt er noch aus dem Eck. Eine tolle Parade des Altacher Torhüters. Dann Florian Menig. Auf den eingewechselten Jimmy Hoffer. Jimmy Hoffer und der macht wieder mal seinen Treffer. 4 Minuten zuvor eingewechselt. Und Erwin, den sie alle Jimmy nennen, macht seinen ersten Treffer in dieser Saison und den ersten seit 31. Mai 2009. Damals hat er sich mit einem Triplepack aus Österreich verabschiedet, war ja bei Rapid viele Jahre und für die Admira trifft er überhaupt erst das erste Mal seit 13 Jahren. Das war's, Josef Spurny, der pfeift ab. Nach dem 3:1 Heimsieg gegen Tirol setzt die Admira ihren Erfolgslauf fort und der Ex-Coach von Altach, Klaus Schmidt, der kann jubeln mit der Admira. Man ist nicht mal Letzter, sondern jetzt auf Rang 10. Und die andere Mannschaft, nämlich die aus Altach, die ist so richtig am Boden. Ja, ein sehr eindeutiges Ergebnis. Admira gewinnt 4:1 gegen Altach. Edi, hast du mit so einer hohen Differenz gerechnet? Nein, aber wir diskutieren ja Woche für Woche, der Frenkie und ich, mit seinem Ex-Landsmann Pastor. Der Trainer passt nicht zur Mannschaft. Aber die Verantwortlichen sind, ja, Vordelberger, sagen wir mal, stur. Die bleiben dabei bis zum bitteren Ende. Aber wenn die so weitermachen, sind sie die und Mattersburg haben eine Riesenchance, dass sie ganz, ganz böse am Ende in der Tabelle dastehen werden. So kann man nicht spielen. Er war, wie er gekommen ist, der Pastor, war es okay, hat er die Mannschaft helfen können. Und jetzt wollte er unbedingt sein System in diese Mannschaft hineinbringen, aber das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Ja? Weil die Abwehr, das passt zum Alex Pastor, seiner Nationalität, Holländer, so wie ich, die Abwehr ist löcherig wie Käse. Und das darf nicht sein. Das wissen wir. Und wenn er das nicht im Griff kriegt, und das kriegt er anscheinend nicht im Griff, dann, wie der Eddie, Old Town Eddie, zu Recht, dann sind die unten dabei und dann geht's schnell. Weil ich glaube auch, von der Körpersprache, die Spieler, die glauben das nicht mehr. Und deswegen, oder sie setzen sich alle noch einmal am Tisch und gehen noch einmal das alles durch, oder ja, dann muss man was unternehmen. Ja, zu viele Löcher im Käse und dementsprechend schauen wir uns jetzt auch die Tore noch mal in der Wiederholung an. Und hier kommt es gleich zum ersten Tor in der 11. Minute durch Julmand. Was natürlich sagst du? Ist es ein super Tor, guter Bruder, der Julmand. Hat sicher das Vertrauen, aber wenn ich ihn nur begleite und schaue, wie er schießt, dann wird es für den Tormann auch schwierig. Hier geht jeder auseinander, keiner geht hin, jeder dreht sich halbwegs um. Das ist eine Mannschaft, die unter der Kategorie Angsthasen-Defensive gewertet wird. Ja. Oder glauben Sie nicht mehr an den Erfolg? Genau. Hier auch, hier ein Pass über die Abwehr, Zweikampfverhalten schwach. Ja, Thormann kann dann auch nichts mehr machen, schaut da vielleicht auch nicht zu 100% gut aus. Aber für die Admira war das natürlich ein idealer Aufbauspiel eigentlich. Nach dem ersten Sieg gegen Wattens, jetzt der zweite, ja, das kann sich schon sehen lassen. Ja, und jetzt folgt hier auch noch das 3:0 in der Nachspielzeit durch Praxis. Aber du siehst hinten in der Abwehr nur Weiße, ja? Und der eine Rote macht das Goal. Also es stimmt hinten, schau hin, die Abstimmung stimmt überhaupt nicht. Und natürlich muss man ehrlicherweise sagen, Eddie, Risiko wird belohnt, Mut wird belohnt. Und das ist natürlich ein super Tor. Ja? Sehr schön. Ja, dann ist vielleicht noch einmal ein bisschen, kriegt man die zweite Luft, schießt man den 11 Meter nach der Halbzeitpause, dann denkt man sich, na, vielleicht geht da noch was. Aber das ist zu wenig. Das ist Alltag unter Trainer Grabherr. Und Trainer Grabherr hat wegen solcher Leistungen gehen müssen. Ja,
Und in der Schlussphase setzt Hoffer hier nochmal nach. In der 83. Minute schießt er das 4:1. Und die hatte wirklich jeden Grund zum Jubeln. Denn seinen letzten Treffer hat er 2009 erzielt. Da ist er wieder zurück. Ja, das war ein, finde ich, ein spannender Kauf, den Jimmy wieder zurückzuholen. Zu Recht. Er ist im Kader. Und wenn er reinkommt, bringt er seine Leistung. Und das ist natürlich... Das ist typisch für die Admira. Jetzt haben sie einen Aufwind, jetzt schießt er auch sein Tor. Jetzt hast du die ganze Woche Training, jeder ist top motiviert und jeder will wieder nächste Woche das nächste Spiel angehen. So, Admira ist wieder da. Definitiv. Und wir haben jetzt gerade eben den Treffer, den 4:1-Treffer von Hoffer gesehen. Und das letzte Mal, wie schon gerade eben erwähnt, hat er 2009 getroffen. Und in dieser Zwischenzeit hat sich so einiges getan. Wir sehen nämlich, da hat er noch volles Haar gehabt, längeres Haar als ich, zum Pferdeschwanz gebunden. Und heute hat er kaum Haare auf dem Kopf. Was ist in der Zwischenzeit denn alles passiert? Ja, man darf nie mit dem Friseur streiten. Der kann sich revanchieren. Nein, ich glaube, das ist überhaupt ein neuer Trend. Die Trainer haben alle Klotzen. Die Spieler haben immer weniger Haar. Ich freue mich immer, wenn ich den Frenke anschaue, der kommt mit voller Haarpracht. Du bist einer von der alten Schule. Gell? Du auch. Wir zwei. Aber das ist natürlich als Spieler, wenn du dann einmal ein kleines Plattel kriegst, dann glaube ich, ist es auch für die Spieler besser, wenn sie alles wegrasieren. Ja? Oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Es ist Mode. So volles Haar, trotz meiner Jugend. Oder frag mal, jetzt haben wir, frag mal, Glatze oder Haare? Haare. Okay. Oh Gott. Nein, aber es gibt ja auch Männer. Und die Haarfarbe? Jetzt red kein Blödsinn, bitte. Okay. Ich darf hier nichts Falsches sagen, denn mein Schwager hat auch keine Haare auf dem Kopf. Und was ich jetzt aber natürlich noch nachfragen möchte, für Alltag wird es jetzt richtig eng. Ja. Hinten eventuell ein Abstiegskandidat? Na, vollkommen richtig, das haben wir eh schon gesagt. Die sind mittendrin statt nur dabei. Sind jetzt eine kleine Gruppe derweil. Wir werden den einen oder anderen vielleicht noch sehen jetzt. Aber die müssen aufpassen, weil wenn du keine Entwicklung mehr siehst in der Mannschaft, keine Fortschritte, und der Trainer steht da ein bisschen mutlos da und weiß auch dann nichts mehr, dann ist Alarm. Ja. Definitiv. Ich bin froh, dass wir hier nicht mutlos sind. Admira gewinnt 4:1 in Altach und wir blicken dann nach der Werbepause auf das nächste Spiel. Und hier empfängt WSG Tirol den Hartberg. Das wird auch noch ein spannendes Match, denn der TSV Hartberg ist aktuell richtig gut unterwegs und spielt Fußball auf Risiko, so kann man es nennen. Nach der Werbepause geht's hier weiter. Bleiben Sie also unbedingt dran. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zur großen OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff ist hier angesagt und wir sind schon mittendrin. Wir blicken zunächst einmal auf alle Ergebnisse der bisherigen Spiele. Sturm Graz trennt sich 1:1 von Red Bull Salzburg. LASK gewinnt haushoch mit 7:2 gegen SV Mattersburg. Ja, und der SCR Altach, für den wird es aktuell richtig eng, verliert zu Hause 1:4 gegen die Admira. Ja, und jetzt steht das nächste Spiel auf dem Programm und hier begegnen sich die Newcomer in der österreichischen Fußball-Bundesliga. WSG empfängt den Hartberger. Ja, und hier gab es in dieser Woche gleich mal eine Schlagzeile seitens der Tiroler. Nämlich der Stürmer-Youngster Yeboah hat jetzt zugegeben, dass es sich bei Anthony Yeboah, ist ja eine garnische Fußballlegende, nicht um seinen Vater handelt, sondern eben um seinen Onkel. Ist das nebensächlich oder spielt das eine große Rolle? Naja, ich finde, wenn er das einmal geoutet hat, dass es sein Vater ist, um selber seine Karriere voranzutreiben, finde ich das mühsam. Erstens einmal respektlos gegen seinen echten Vater. Aber das ist im Fußball, ich muss das leider einmal sagen, gehen mehrere Leute über Leiche. Denen ist es wurscht, die wollen aber nur eine Karriere anstreben oder ein Management will unbedingt einen Spieler heranbringen. Und dann passieren solche Sachen, die mühsam sind. Oder ein Alter, ich bin nicht 21, sondern eigentlich 28, passiert da. Ist alles schon passiert und ich finde es ein bisschen mühsam. Soll ich dir was verraten?
Bitte. Ich bin seit 3 Jahren 29. Seit 3 Jahren? Ja. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt mal hier die Aufstellung an. Beginnen mit dem WSG Tirol. Was hat sich da großartig getan, Eddy? Die Tiroler sind auch eine Mannschaft, die nicht sehr große Experimente machen. Immer ein, zwei Spieler werden ausgetauscht. Meistens aus dem Mittelfeldbereich und aus der Offensive. Hinten die Abwehr steht wirklich gut und gut. Und ich muss sagen, mein Lieblingsspieler, Werner Palauchen, ist der Torhüter, der Oswald, der auf dem Freien wie immer, der schaut so unsportlich aus und ist ein wirklich großartiger Torhüter. Also keine großen Veränderungen bei den Aufsteigern. Und dann blicken wir noch auf die Aufstellung vom TSV Hartberg. Hier gab es eine Änderung in der Defensive mit Kainz. Ja, die haben eine tolle Mannschaftsformation gefunden. Der Schopp macht es perfekt, der Trainer. Ja, da ist eine Sicherheit im Verein, die halten zusammen, haben eine nötige Erfolge jetzt eingefahren. Und der Star ist die Mannschaft und das ist wichtig. Und sie haben mit Rep, mit Canciola und mit Tadic, Dorsu, haben es 4-5 sehr schnelle Spiele. Der Nimaga im Mittelfeld ist wieder da. So, ja, sie müssen schauen, dass sie defensiv gut stehen, weil vorne haben sie ein paar, die können Tore schießen. Super, und jetzt stehen sich die Newcomer im Duell. Wir blicken auf das Match. WSG Tirol empfängt Hartberg. Hier ist das Spiel für Sie. Es ist das Duell der Aufsteiger in Tirol, in Innsbruck. Denn die Hartberger, der Aufsteiger des Jahres 2018, der trifft auf Wattens, auf den Aufsteiger der Saison 2019. Die erste Möglichkeit haben die Tiroler. Jeboa, der sieht hier gleich Dedic, doch Dedic scheitert am Torhüter der Steirer, nämlich an René Svete. Jeboa hat sich herausgestellt, Anthony Jeboa ist doch nicht der Vater von Kelvin, sondern sein Onkel. Und der Onkel, der hat vielleicht auch zugesehen bei dieser guten Möglichkeit. Sieht dann aber diese Chance der Tiroler. Da sehen wir es. Nach einem Eckball ist es Tomasz Ostrak, der den Ball hier vorbeischiebt. Dann wieder die Tiroler auf der Gegenseite. An Freund und Feind geht der Ball hier vorbei. Branter kommt zu spät nach diesem Zuspiel hier von Toplitsch. Da sehen wir es. Schön gemacht vom Spielmacher. Und dann kommt Branter aber um eine Fußspitze zu kurz. Weiterhin die Tiroler auf dem Vormarsch. Hier wieder Jeboa auf Gölles. Ja, und was war denn das? Schauen Sie sich das an. Also schlechter kann man den Kopfball gar nicht setzen. Was will er da machen? Er weiß es wohl selber nicht. Dann die Hartberger auf Dosu und er scheitert am Torhüter der Innsbrucker, nämlich an Oswald. Glänzend gemacht, aber auch ein bisschen zu zentral geschossen. Silberberger kann sich einiges aufschreiben. Es ist nicht die ganz hohe Fußballkost von beiden Mannschaften. Immer wieder sind es dann Distanzschüsse oder Freistöße, wie hier jener von Tadic. Ein Verteidiger kann hier noch für Oswald retten. Der Schuss, der wird nämlich nur nach vorne abgeklatscht. Von Oswald weit abgeklatscht und dann schlussendlich passiert nichts. Ja, torloses 0:0. Es ist zwar heute der internationale Tag des Faultiers. Faul sind die 22 Jahren am Platz nicht, nur mit den Toren geizen sie. Doch dann in den zweiten 45 Minuten. Dosu setzt hier ideal Tadic frei. Der kann schießen, völlig unabhängig und unbedrängt. Aber Oswald mit der Glanztat, hier sehen wir es, da scheitert der Steirer. Und auf der Gegenseite dann Corner und René Svete lenkt diesen direkt geschossenen Corner, diese Ecke über das Tor der Hartberger. Dann Grgic auf Kelvin Jeboa. Kommt er jetzt auf Betriebstemperatur? Der Ball ist im Tor, aber der Treffer zählt nicht. Wir werden sehen, Branter hätte sich hier gefreut, aber da sehen Sie es. Bei diesem Zuspiel ist Kelvin Jeboa, ist der Youngster, doch klar und deutlich vorne. Beim zweiten Zuspiel dann nicht, aber die Aktion zuvor und damit gibt es hier keinen Treffer. Dann sind wir in der 61. Minute. Da ist Rajko Rep aus dem Hintergrund. Der Slowene schießt und der Ball ist drinnen. Nach genau einer Stunde und das ist das 0:1. Aber Oswald hat sich richtig angeschüttet. Da sehen wir es. Zunächst ist es Klem auch mit dem Zuspiel und der ist haltbar. Den muss er haben. Doch Oswald lässt den Ball hier passieren. Ein freundliches Gastgeschenk für Rajko Rep. Dann auf der Gegenseite Grgic mit dem Freistoß. Da sind sie alle da und dann ist der Ball drüber gegangen. Stefan Hager kann hier kein Kapital daraus schlagen, setzt das Spielgerät über das Tor. Auf der Gegenseite wieder die Hartberger, fast eine Kopie. Copy-Paste? Nein, denn diesmal ist Oswald zur Stelle. Diesmal hat er den Ball und diesmal war er
Auch nicht ganz so platziert wie der Weiß-Reiko Repp. Doch diesmal ist der Innsbruck-Torhüter zur Stelle. Dann haben wir noch eine Aktion. Hier kann Oswald retten bei diesem Freistoß. Und dann die allerletzte Möglichkeit. Nimaga und der Ball, der geht an die Querlatte. Aber nichts ist passiert. Also die Harzberger, die hätten hier gut und gerne schon 2 oder 3 Tore machen können. Sei es drum, Harzberg gewinnt gegen Tirol im Duell der Aufsteiger mit 1. Und da haben wir es gerade gehört, Hartberg gewinnt 1:0 gegen Tirol. Eine Überraschung für euch, es hätte höher ausfallen müssen, oder? Ja, Hartberg ist in einer sehr guten Verfassung. Die haben auch die Länderspielpause wieder genutzt, um sich wieder ein bisschen weiterzuentwickeln. Wartens muss öfters Lehrgeld zahlen. Ich finde, dass Wartens das Einzige, was er dazu sagen kann, ein großes Nachteil hat mit dem großen Stadion. Es ist zwar schön, dass sie in Innsbruck spielen dürfen, aber ich glaube, sie haben es gezeigt gegen die Wiener Austria, wo dieser Spieler Jeboa 4 Tore geschossen hat, im Cup, dass sie im eigenen Stadion viel stärker sind und viel kompakter sind, um solche Mannschaften wie Hartberg zu besiegen. Da ist es kein Heimspiel, sondern eher ein Auswärtsspiel in Innsbruck im Stadion. Die Wartens Arena ist ja wirklich wunderschön, von Langes gebaut worden, aber sie spielen halt dort ohne Leute, ohne Stimmung und da kann auch die hübscheste Präsidentin Diana Langes nichts machen. Auch eine Diana. Auch eine Diana. Ah, yes, das war ein bisschen zum Singen. So viele Komplimente heute hier, aber wir wollen uns zunächst einmal nochmal den Siegestreffer anschauen. Ja, und der passiert direkt mal in der 61. Minute über Repp. Ja, der Oswald, zu Recht gelobt vom Eddy vorher, ist für mich auch einer der Besseren bei Wartens. Aber hier kann er nichts dafür, weil die Spieler den Fehler machen, Repp so leicht schießen zu lassen. Man attackiert nicht echt durch, dass man den Ball attackiert. Und dann stehen die zwei Verteidiger vor Oswald und dann sieht er es zu spät. Bin zwar selber nie ein Tormann gewesen, aber ich mittlerweile mit Erfahrung weiß man das. Dann zum Schluss kann er nur noch kurz ein bisschen reagieren. Es war zu spät, aber wer nicht schießt, kann er nicht gewinnen. Aber kann kein Tor schießen. Deswegen Kompliment an Repp und an Hartberg. Und wir können auch definitiv, sind wir uns einig, Hartberg verdient gewonnen. Natürlich, wenn natürlich. Du eins noch willst. Aber vom Spielablauf definitiv auch eindeutig gewonnen. Ja, und wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause und dann geht es auch direkt weiter mit dem vorletzten Match, was wir Ihnen hier heute liefern werden. Und da trifft St. Pölten auf Austria Wien. Ein spannendes Match. Wir sind gespannt, ob die Falschen ein weiteres Falschen kassieren werden. Das sollten Sie nicht verpassen. Bis gleich. Die große OE24 TV Bundesliga Show. Anpfiff. Servus und herzlich willkommen zurück zur großen Fußball-Bundesliga-Show hier auf OE24TV. Was hat sich in den letzten Minuten getan? Wir blicken zurück auf die bisherigen Spielergebnisse. Sturm Graz 1:1 gegen den Meister Red Bull Salzburg. Außerdem gab es bei Lask gegen Mattersburg ein richtiges Torfestival. Lask gewinnt 7:2 gegen SV Mattersburg. Außerdem SCR Altach verliert zu Hause 1:4 gegen Admira und ja im Spiel um die Newcomer gewinnt der TSV Hartberg in WSG Tirol. Das nächste Match, darauf sind wir gespannt, kassiert Griesen SKN das nächste Falschen. St. Pölten gegen Austria Wien. Ja, das ist so ein Match, auf das bin ich sehr gespannt. Wie geht's dir? Naja, es ist wieder mal ein Hoffnungsspiel für den Austria-Trainer. Das wird schon langsam fad. Die sollen sagen, wir wollen den Trainer oder wir hauen ihn, also wir verabschieden uns. Ja. Aber jetzt Spiel zu Spiel und er muss sich beweisen. Also schauen wir mal. Also für ihn eine ganz schwierige Situation. Steht man da als Trainer unter Druck, wenn seitens der Medien so viel berichtet wird? Ja, natürlich. Ich war selber Trainer bei der Wiener Austria und bin dann auch nach einem Double-Gewinn in eine schlechtere Phase gekommen und habe das dann auch nicht mehr aushalten. Und ja, das hat mir auch meinen Kopf gekostet, wie man in der Fußballbranche sagt. Er hat aber 2 Wochen Zeit gehabt jetzt, um die Mannschaft vielleicht wieder was Neues einzuhauchen. Viele Gespräche sind geführt worden vom Sportdirektor Peter Stöger und. Es sind etliche Spieler wieder zurückgekommen. Madl wird wieder zurückkommen, ist ein wichtiger Routinier. Ja, aber man hat gesprochen von 2 Spielen, die kommenden 2 Spiele, 6 Punkte. Deswegen alles andere als ein Sieg heute wäre eine Enttäuschung.
Und da sind wir gespannt und blicken auch direkt mal auf die Aufstellung beider Mannschaften. Wir beginnen mit St. Pölten und da gibt es eine Überraschung in der Spitze direkt mit Park. Der war ja schwer verletzt, Wadenbeinbruch, läuft heute wieder auf. Ja. Es ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Der Park ist ein Koreaner und spielt das Derby gegen Nord gegen Südkorea und hat bei SKN, glaube ich, Monate nicht spielen können und da spielt auf einmal 90 Minuten. Ja, dann stehst du natürlich da als Verein und schaust deppert. Aber Gott sei Dank ist er jetzt für SKN wieder zurück und kann er spielen. Ja, was soll ich über SKN sagen? Schwach. Die müssen auch die Zweikämpfe annehmen, die müssen kämpfen, beißen, kratzen, weil kicken können sie nicht so gut. Deswegen müssen sie das machen, was man dann ja, nicht macht. Einhauen. Einhauen und rennen und laufen um dein Leben, um deinen Klassenerhalt. Edi, und wir gucken auch noch mal auf die Aufstellung von Austria Wien. Was gibt es da für großartige Veränderungen? Ja, großartige Veränderungen gibt es nicht. Die Lieblingsformation des Trainers ist ja die Abwehr, die stellt er fast jedes Mal ein bisschen um. Diesmal ist Madl in der Mitte der Abwehr, aber na gut, kann man darüber diskutieren, ist die Frage ja auch gescheit oder nicht gescheit. Sonst gibt es eigentlich eine große Sache vorne im Angriff. Ist ja eigentlich egal, wer neben Mondschein spielt, der ist die Versicherung für die Austria, der macht die Tore und deswegen ist also die Aufstellung halb wichtig. Der Grünwald diesmal im Mittelfeld aufgestellt neben Dzeko, halb rechts. Also werden wir schauen, wie das Ganze funktioniert. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen, wir verlieren keine Sekunde hier und blicken auf das Spiel St. Pölten gegen Austria Wien. Unser Reporter David Hermann Meng und Kommentator berichtet. Die Wiener Austria, die bläst zur Aufholjagd, denn nur 14 Tore in den ersten 10 Runden sind zu wenig. Die St. Pöltener haben dafür 29 Tore bekommen, also die 11 des St. Pölten-Coaches, die hält bei 2,9 Toren im Schnitt, Gegentoren wohlbemerkt, und da muss eindeutig diese Quote runter. Doch die Wiener Austria ist zu Beginn jene Mannschaft, die mehr vom Spiel hat und auch gleich in Führung geht. Und es ist einmal mehr der Alleinunterhalter, nämlich Christoph Mondschein, die Lebensversicherung, die abgeschlossen wurde mit ihm. Die hält 9. Saisontreffer an Turcemann auf Mondschein und der ist in super Form und hämmert den Ball an Riegler vorbei, der wieder im Tor stehen darf. Und der ist gleich so richtig geschlagen. Da sind sie alle zu spät. Luan und Co. machen keine gute Figur. Und Mondschein sagt Dankeschön. Die Austria weiterhin im Vorwärtsgang. Wieder der Israeli Turcemann. Dann Fitz. Und Riegler haut sich dann noch in diesen Schuss. Und der Schuss von Fitz, der geht über das Tor. Ja, die St. Pöltener Defensive, die wirkt einmal mehr löchrig und nicht wirklich sattelfest. Da schauen sie alle zu. Aber sie können kein Kapital daraus schlagen. Die Veilchen dann. Auf der Gegenseite sehen wir diese Möglichkeit. Lucic ist allerdings am Ball. Am Bichl war es, nachdem Ljubicic es versucht hat. Und dann sehen wir den Koreaner Park, der Langzeit verletzt war. Anfang April hat er zuletzt für die Niederösterreicher ein Spiel bestritten. Monatelang hatte er einen Wadenbeinbruch. Da versucht er es noch einmal. Hatte dann ein Comeback in der Nationalmannschaft beim Spiel Nord gegen Südkorea beim torlosen 0:0. Und 0:1 steht es hier in St. Pölten zwischen dem Wölfen und den Violetten zur Pause. Dann wieder die Austria, Turcemann hier. Und da ist Riegler am Ball und der Ball ist im Netz, aber das war ein Abseits. Da stand Turcemann ganz klar vorne, da sehen wir es noch einmal. Zunächst hier der Schuss, ja, von Mondschein. Da steht da vorne der Israeli und damit eine klare Angelegenheit. Dann die St. Pöltener, die versuchen es aus der Defensive, aber hier ist einmal mehr Lucic, der Sieger, den muss er haben. Ein Schuss, ja, für die Statistik zählt es mir allerdings nicht. Dann Park, der wirklich gut spielt, der viele Möglichkeiten auch einleitet, lässt Marcinko stehen. Balic kommt angerauscht, aber dessen Kopfball geht hier vorbei, wird im letzten Moment auch noch entscheidend gestört. Dann wieder der Israeli Turcemann, der ist unangenehm, der hat viele Möglichkeiten. Da geht der Ball allerdings vorbei. Luan wird das ein oder andere Mal schwindlig gespielt. Dann auf der Gegenseite ist es der Nordkoreaner und der macht den Treffer zum Ausgleich nach einer Stunde. Was für ein Comeback für ihn. Da sehen wir es, kein Abseits. Und da ist die Austria-Defensive nicht im Bilde. Madl hält die Hand. Luan übrigens der Assistgeber mit dem schönen Zuspiel. Und der Nordkoreaner Pack. Der packt hier die Austria ein und damit steht es 1:1. Dann auf der Gegenseite eine kuriose Szene und auch hier ist der Ball im Tor. Wieder die erneute Führung. Alon Turcemann mit dem 2:1.
Was war da los? Da sehen wir es zunächst. Zusammenstoß, der Meisel köpfelt One auf den Rücken. Dann kommt Riegler raus. Monschen kommt nicht dran, aber dafür sein Sturmpartner. Da sehen Sie es. Ganz kurios. Luan angeköpfelt, Riegler raus und faustet den Ball direkt vor Turcemans Füße. Und der sagt, danke, 2:1 für die Austria. Dann gibt es Elfmeter. Puck wird hier umgerempelt von James Jago. War eigentlich eine relativ leichte Attacke. Im Eishockey wird es nicht zählen, aber wir sind beim Fußballsport. Und damit gibt es wenige Minuten vor Spielende noch einmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. René Kartler, der Ex-Rapidler, will gegen die Austria besonders gern treffen. Und das macht er auch. 2:2. Der SKN, der jubelt die Austria und Christian Ilzer. Die sind wieder mal im Tal der Tränen, haben sich die Führung zweimal abluchsen lassen. Und da ist es René Gartler, der einnetzt. Und das war's dann auch. Die Austria, die erreicht in St. Pölten nur ein 2:2. Unentschieden bei diesem Match. Beide Teams trennen sich mit 2:2. Frankie, kann sich St. Pölten damit glücklich schätzen? Immerhin nach 10 Spieltagen so viele Gegentore wie keine andere Mannschaft. Ich sage mal, der Ilzer hat kein Glück und da kommt auch der Pech dazu. Weil ich sage mal, das war kein Elfmeter. Das muss ich schon klar sagen. Deswegen ist es glücklich für SKN, dass man den Elfmeter bekommt. Und ist es natürlich für unglücklich für die Wiener Austria. Sie treten am Stand. Und St. Pölten kann natürlich, wenn sie in den 87 Minuten einen Elfmeter kriegt, von einem kleinen, ein ganz kleiner Höhepunkt reden. Aber sonst habe ich nicht viel gesehen. Spielerisch ist es Magerkost von beiden Mannschaften. Dann, weil da ist gescheiter, du schaust den Richard Lugner beim Tanzen zu, als dass du da 90 Minuten die Partie anschaust. Nein, weil es ist Fußball Magerkost. Das muss man schon ehrlich sagen. Aber okay, für beide ein Punkt. Austria kann nichts mit anfangen. Für St. Pölten glücklich. Ja, für St. Pölten auf jeden Fall glücklich. Die befinden sich aktuell einfach in einer richtigen Krise. Ist das jetzt ein Lichtblick für die weiteren Spiele bzw. für die Rückrunde, die ansteht? Ja, wenn wir jetzt, also wir haben noch viel Zeit bis zur Rückrunde. Aber wenn es jetzt zur Punkteteilung käme, hätte die Austria 6 Punkte und die St. Pöltener 4. Also da sieht man schon, wie knapp das alles beisammen ist. Es kann sich keiner spielen, es gibt kein Ruhekissen. Es ist jedes Spiel fast für die da unten ein Entscheidungsspiel. Und ich glaube, das ist schon eine unheimliche Nervenbelastung. Dazu kommt noch die Trainerdiskussion jedes Mal. Da macht der Trainer, und ich will ihn nicht kritisieren, weil der hat eh so viel Kritik um die Ohren, das eh haben. Aber er stellt auch jedes Mal die Mannschaft um. Und wir sagen im Jargon, die werden ja schon deppert. Die wissen ja nicht mehr, wer spielt wo. Der Grünwald hat, glaube ich, außer im Tor schon alle Positionen gespielt. Ja? Und das ist nicht gut im Fußball. Im Fußball muss man versuchen, eine gediegene Mannschaft zu haben. Und auch wenn die einmal schlechter spielen, man muss sie spielen lassen. Und ich glaube, das macht er falsch. Wobei die Wiener Austria natürlich unbedingt, Betonung, unbedingt bei die ersten 6 dabei sein müsste. Ja? Die wollen unbedingt bei die ersten 6 sein. Und das wird schon ein Challenge, so wie es jetzt ausschaut. Weil sie kommen nicht vom Fleck. Ja? Das wäre normal ein 3-Punkte-Spiel gewesen. Das musst du gewinnen. Ja? Wir wissen, das müssen im Fußball ist schwierig, aber du musst irgendwie eine Planung machen, wo machen wir Punkte und wo eher schwieriger. Und das sind 3 Punkte, die musst du machen. Ja, für die 3 Punkte hat es letztendlich nicht gereicht. Ich würde sagen, wir schauen uns die Tore alle noch mal nacheinander an. Ja, Eddy hat schon gesagt, Monschein ist der Lebensversicherung von Ilze, sonst war das vielleicht schon längst beendet, diese Zusammenarbeit. Aber und bei dieses Tor, okay, wollen wir nicht diskutieren. Auch hier hätte er abpfeifen können, weil der Pass zum Mondschein war abseits. Ich habe mir das 10-mal angeschaut. Gut, der Schiedsrichter ist warm, das sieht man einmal. Ne? Dieser Pass von Luan, Eddy, die ist Weltklasse. Das hat er gelernt in Salzburg bei Liefering. Und der Pack, das was in gegen Korea nicht gelungen ist, ein Tor zu schießen, und die haben 0-0 gespielt, macht er hier das mit Übersicht. Und muss man sagen, naja, macht man top. Kann der Lucci das nächste machen. Hier sehen wir dann den 2:1-Treffer. Na, das war abseits. Das ist, also sorry, na, das ist Diana. Du, ja, war schon richtig. Diana hat das alles richtig gesehen. Ja. Aber ist natürlich auch ein Schleppstick-Einlag. Der eigene Spieler köpft den anderen auf dem Rücken. Ja, und Tutschemann macht das richtig. Das ist für mich, ich weiß nicht, Eddy,
Gerechtfertigt der Elfmeter? Na, ich sag einmal nein. Was sagst du? Ich hab gesagt, so einen Elfer gibt man nicht. Ohne Diskussion. Ja, die haben sie berührt, aber das ist Fußball, das ist nicht. Ja, gerade so. Aber der Keitler, mittlerweile natürlich in einem guten Alter, der hat die Routine und natürlich kommt dann Stress auf einmal, ein Stressfaktor, weil du spielst 2-3 Minuten vor Ende des Spiels, 2-1, jetzt können wir einen Punkt machen, nicht jeder kann dann hinter den Elfmeter gehen, weil da haben schon Leute da, aus dem Stadion geschossen. So, das macht er perfekt, sehr schön ins Eck, gut gewartet. Dann hast du einen Punkt, mit dem du glücklich bist. Definitiv, St. Pölten kann sich glücklich schätzen, 2:2 gegen Austria Wien. Und hier wird es jetzt nach der Werbepause richtig spannend, weil diesem Spiel haben wir definitiv alle entgegengefiebert. Wir blicken auf das Spiel Rapid Wien gegen Wolfsberg. Hier wird um Platz 3 gespielt, das müssen Sie sich unbedingt reinziehen. Nach einer Werbepause geht es direkt hier los, bleiben Sie also unbedingt dran. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Willkommen zurück zur großen Bundesliga-Show live hier auf OE24TV. Ja, und der Frankie hat es gerade eben schon mal gesagt, gehen wir es an. Das letzte Spiel, das hat es nämlich ganz schön in sich. Hier geht es um Platz 3. Zunächst einmal blicken wir aber auf alle vorangegangenen Ergebnisse, die wir hier bislang gezeigt haben. Sturm Graz 1:1 gegen den Meister Red Bull Salzburg. Außerdem gab es ein Torspektakel in Linz. LASK gewinnt zu Hause 7:2 gegen den SV Mattersburg. Alltag im Abstiegskampf 1:4 verloren gegen die Admira und im Duell der Newcomer verliert Tirol zu Hause gegen Hartberg mit 0:1 und St. Pölten kann sich glücklich schätzen, holen sich einen Punkt. 2:2 trennen sie sich gegen Austria Wien. Ja, und jetzt kommen wir zum Spiel der Spiele. Das Spiel um Platz 3. Rapid Wien empfängt zu Hause Wolfsberg. Ja, das ist so ein Match, auf das haben wir die ganze Zeit schon hingefiebert. Wir haben es vorhin schon ausgewertet. Was erwartet uns bei diesem Spiel? Heute geht es um Platz 3. Platz 4 trifft auf Platz 3. Was denkst du, wer macht das Rennen? Wer soll das Rennen machen? Ich glaube, dass derzeit Wolfsberg spielerisch ein bisschen höher einzuschätzen ist als Rapid. Rapid lebt mittlerweile wieder von ihrem Kampfgeist. Das beherrschen sie wieder. Das ist gut. Das ist der Handschrift von Kübauer. Spielerisch müssen sie sich steigern, aber WRC ist im Saft, spielen in der UEFA Cup sehr gut, in der Euroleague sehr gut und in der Meisterschaft sind sie hervorragend drauf. Deswegen freue ich mich auf das Spiel, wie du vorher gesagt hast. Was erwartest du von deinen Grün-Weißen? Ich bin Kärntner, ich bin ganz schwer für diese schwere Partie. Die Qualität fehlt im Moment bei Rapid. Sie kämpfen, sie fighten. Auch der Didi Kübauer ist ja kein Qualitätstrainer, sondern eher ein Fighter-Trainer, der die Leute aufpeitscht. Ich glaube, es wird eine spannende Partie werden, eine harte Partie werden, eine knappe Partie. Aber ich würde kein Geld verwetten auf keine von den beiden. Also es wird spannend. Das wird definitiv. Zunächst einmal blicken wir aber auf die Aufstellung beider Mannschaften. Wir fangen an mit Rapid Wien. Und hier setzt Didi Kübauer auf keine Veränderungen. Ja, er hat eigentlich die eingefahrene Mannschaft, die jetzt spielen wird. Ja, kann man diskutieren, gibt sicher ein paar Positionen, wo man etwas ändern einmal könnte. Aber gut, der Trainer entscheidet, der Trainer gewinnt und verliert. Er hat sich für diese Mannschaftsaufstellung entschieden. Gut, wenn wir schauen, ob sie vorne die Tore machen. Man muss eines dazu sagen, dass Kübauer ein bisschen Pech hat mit einigen Spielern, die nicht ganz fit sind, die angeschlagen sind. Und in so einem wichtigen Spiel will er nur gesunde Spieler bringen. Daher auch diese Aufstellung. Und wir sind natürlich jetzt auch noch ganz heiß darauf, wie der Wolfsberger AC aufläuft. Und hier ist gleich mal zu erkennen, Struber tauscht den Schlussmann auf. Es läuft jetzt die Nummer 31, Kofler, aufs Spielfeld. Ja, wobei der Kofler der Stammtorhüter ist und deswegen ist es überhaupt nichts Neues. Das ist die Mannschaft, die ja, eigentlich die ganze Meisterschaft bis jetzt uns begeistert und auch in der Euroleague beispielsweise mit Borussia Mönchengladbach 4-0 geschlagen hat. Das hörst du vielleicht nicht gern, Diana, aber das war so. Als deutsche Dame, 4-0. Aber Spaß beiseite, die sind früher
Ja, und das weiß ich aus meiner Erfahrung. Die sind früher in das frühere Hanapi-Stadion gefahren oder jetzt in die Allianz Arena mit weichen Knien, mit einem kleinen Strich in der Hose, die nicht gut riecht. Und mittlerweile fahren die alle in diese Allianz Arena, um zu gewinnen. Und das spricht nicht für Rapid ihre Heimbilanz. Ja, und ich würde sagen, jetzt ist das Spiel eröffnet. Der Kampf um Platz 3 geht jetzt hier definitiv in die Runde. Rapid Wien empfängt zu Hause den Wolfsberger AC. Ja, im Westen Wiens, da findet das Topspiel der Woche statt. Rapid hat die Top 3 im Visier. Der WRC ist allerdings schon seit 10 Spielen ungeschlagen. Die Grün-Weißen immerhin seit 5 Spielen unbesiegt. Und Gerhard Struber, der möchte hier etwas holen. Denn er weiß, Rapid hat von den 20 Punkten nur 7 daheim geholt. Das weiß auch Didi Kübauer und er sieht auch die erste WRC-Chance. Freistoß Lindl und Leitgeb mit diesem Kopfball. Allerdings ist Strebinger hier auf dem Posten. Eine sehr hitzige Partie mit vielen Torchancen, aber auch sehr, sehr vielen Fouls. Dazu später mehr. Stojkovic hier im Zusammenspiel mit Ljubicic. Doppelpass hier und der Erstgenannte, der setzt den Ball hier über das von Kofler gehütete WRC-Gehäuse. Dann Bacci. Knasmüller, noch immer Knasmüller, an die Stange und der Nachschuss, der sitzt, 1:0 für Rapid. Taxiarchis Funtas macht seinen Treffer, 8. Saisontor für den Griechen. Aber ja, sehen Sie ganz rechts unten, da liegt einer am Boden und da reklamiert der WRC Foul, wird allerdings nicht gegeben, Ball geht weiter, ist im Spiel und Funtas sagt Dankeschön, braucht dann nur noch den Fuß hinhalten, nachdem die Vorlage an und für sich Knasmüller geliefert hat. Und dieses Foul wird auch beanstandet von Mohamed Sali, dem WRC-Trainer, der beschwert sich, muss dann auch vom Feld. Schiedsrichter Hakam gibt ihm die rote Karte. Ja, das war ein bisschen zu viel der Kritik, aber Hakam, das sollte des Öfteren hier im Mittelpunkt stehen. Dann Bacci sucht und findet Funtas und da wird der Ball dann im letzten Moment noch abgeblockt. Ja, also Rapid mit vielen, vielen Möglichkeiten in den ersten 45 Minuten. Hier sehen wir noch eine, wieder Bacci, wieder auf Funtas und dieser Schuss, ja, der fällt in die Kategorie kinderfreundlich, denn der geht nicht einmal in die Nähe des Tores. 1:0 nach 45 Minuten und ja, wenn man Haare raufen könnte, dann würde man das wahrscheinlich in dieser Situation auch machen. Dann Stojkovic auf Funtas und der geht vorbei. Wir sind schon in Minute 47. Dann Minute 54, eine Schlüsselszene. Da wird er zu Fall gebracht, nämlich Stojkovic von Schmitz, aber Hakam entscheidet auf Weiterspielen und da sehen wir nie und nimmer. Also das wäre ein klarer Elfmeter gewesen aus meiner Sicht für die Grün-Weißen. Da sehen wir es, da kommt er zu spät, da räumt er ihn ab, den Stojkovic, aber Hakam, Fehlentscheidung, entscheidet hier auf Weiterspielen. Dann nächste Möglichkeit für die Rapidler über Bacci vom Elferpunkt und auch der geht drüber. Also Bacci, so viele Chancen findet er hier vor, wie mancher in einer halben Saison, kann allerdings kein Kapital daraus schlagen. Die Grün-Weißen weiterhin im Vorwärtsmarsch, wie das ist Funtas, der hat Chance um Chance und hier ist im letzten Moment Solbauer noch da und Didi Kübauer weiß, ein 1:0, das kann am Ende zu wenig sein in dieser rassigen und überaus hitzigen Partie. In Nyangpo versucht es dann hier, aber der Schuss, der geht daneben. Dazwischen immer wieder viele Fouls, insgesamt 11 gelbe Karten und wirklich heißer Fußball. Dann Leitgeb. Ja, da versuchen sie es. Und was gibt es hier? Da gibt es ein böses Foul hier. Um Gottes Willen, das müsste eigentlich die rote Karte geben. Eine wirklich dumme Aktion war das hier. Und hier wird allerdings Baraj nicht als Schuldiger angesehen, obwohl er gegen den U21-Spieler hier vorgeht. Das hätte die rote Karte sein müssen. Also eine glatte Fehlentscheidung hier. Ganz, ganz böse gemacht. Und Schmitz hat Glück, dass hier nicht, dass er weitermachen kann und nicht schwer verletzt ist. Dann Lindl mit dem Freistoß. Der geht ins Tor und da ist er drinnen. Mario Leitgeb in der 64. Minute. Strebinger hat sich da auch ordentlich angeschüttet. Da hat er richtig Butter an den Fingern, an einen Butterziegel, an den dicken, denn den muss er eigentlich haben. Den muss er Faustenfingern wegbekommen. Aber so kann man einfach nicht zum Ball gehen, wie es der Strebinger hier macht. Und da sagt der Torschütze Dankeschön. Und es steht unerwartet 1:1 hier in Wien-Hütteldorf. Ja, das gefällt ihm gar nicht. Gerhard Struber, der kriegt auch die gelbe Karte, sagt, es sind fliegende Gegenstände aus dem Rapid-Sektor gekommen. Also da geht es richtig zur Sache.
Richtig hitzig wird es hier. Und da gibt es den nächsten gelben Karton. Dann wieder die grün-weißen Murk-Corner. Dibon setzt sich durch gegen Novak, aber da geht der Ball auch knapp vorbei. Novak nur zweiter Sieger, aber Kofler fliegt hier ins Leere, muss allerdings nicht mehr angreifen. Der WAC versucht es dann auch noch einmal in diesen letzten Minuten. Strebinger ist hier der Mann der Lüfte und kann hier sozusagen den Libero geben auf diesen letzten Minuten. Und dann sehen wir noch einen Weitschuss. Auch der wird nicht von Erfolg gekrönt. Und die Grün-Weißen versuchen es in der 94. Minute nochmals. Aber auch hier passiert nichts mehr. Ja, und dann ist Schluss. Das Spiel in Wien-Hütteldorf zwischen Rapid und Wolfsberg endet 1:1. Ja, Wolfsberg verteidigt hier seinen dritten Tabellenplatz. 1:1 das Endergebnis. Ja, Edi, man muss sagen, das war ein Spiel, das war von Härte und vor allem aber von Fehlentscheidungen geprägt. Ja, also der Schiedsrichter Hakan, ich habe selten einen Referee so falsch pfeifen gesehen wie den. Also der hat Fehler gemacht, noch und nöcher. Aber was mich am meisten, also wenn ich sage, gestört hat, dass bei Kleinigkeiten wurde der Co-Trainer von den Kärntner sofort auf die Tribüne geschickt. Aber da im Bereich der Rapidler hat es natürlich abgespielt. Der Schiedsrichter war einfach, das ist das Furchtbarste, was man über einen Schiedsrichter sagen kann, er war nicht objektiv. Und das ist das Mindeste, was man von einem Schiedsrichter erwarten kann. Auf der anderen Seite, Rapid muss ich auch verstehen, die Mannschaft hat keine Qualität. Jetzt müssen sie vor den vielen Fans alles geben. Sie wollen ihren Fans beweisen, wir sind gut, wir können es schaffen. Und sie packen halt hin und wieder die grün-weiße Brechstange aus. Dazu haben sie noch einen Trainer, der, ich weiß nicht, auch die feine Klinge nicht kennt. Ich hätte gern gesehen, Szenen von den Rapid-Spielern, wie der Didi noch Spieler war, weil da jetzt, glaube ich, ein Blutbad. Also der animiert sie zu sehr. Ein Trainer muss auch wissen, jetzt spielen wir Fußball und jetzt sind wir hart, weil zum Beispiel Barak, das ist ja klaute rote Karten, normalerweise spielt 3-4 Spiele nicht. Ich kann nicht auf einen jungen Spieler, der am Boden liegt, dreimal hintreten. Also nicht besser. Aber der Schiedsrichter unfähig, Hakan, ich hoffe, ich sehe den lange nicht mehr. Und die Hütteldorfer ein bisschen übertrieben in der Härte. Aber es war Ergänzung. Wir haben angefangen in unserer Sendung heute mit dem Videobeweis. Ja. Wenn das heute gewesen wäre, wenn der Wendit wäre, dann hätten wir sicher Auton Eddy, Auton Schinkels, eine oder andere rote Karte gesehen. Das ist logisch. Weil Schiri Hakan hat unbedingt den Videobeweis gebraucht, um dieses harte Spiel, wo 11 gelbe Karten, vielleicht dann auch in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen. Aber okay, er hat dazu beigetragen, dass es ein hartes Spiel war, aber trotzdem muss ich sagen, ein interessantes Spiel und teils ein gutes Spiel, aber es war geprägt von zu vielen unnötigen Härten. Dementsprechend sind wir natürlich dankbar, dass dann ab März 2021 der Videobeweis in Kraft tritt. Wir schauen hier uns nochmal die Tore des Spieles an. Gleich in der dritten Minute das 1:0 durch Fontas. Ja, hier ist alles in Ordnung. WAC, der Wolfsberg steht gut. Und dann macht der Novak den Fehler, der rutscht da unnötig. Oder er rutscht aus, oder er wollte einrutschen. Und der Solbauer macht das, was man nur machen darf, wenn man am Flughafen steht und einer winkt mal weg. Aber nicht Hand in der Hand, vergessen aufs Spiel, und dann ist es auf einmal ein Tor. Ja, und dass der Michi Lindl gute Standard schießen kann, und der Eddie und ich, sie wundern, dass der Freund Strebinger aber sowas von schwach war bei dieser Aktion. Sowas von schwach. Der ist völlig von der Rolle. Also, ja, der fährt da daneben. Also, das ist unglaublich. Also, der war wirklich vor seiner Verletzung ein guter Torhüter, aber jetzt ist er weit weg von seiner Normalform. War leider nicht notwendig. Ja, und wir haben natürlich auch noch das Horrorfoul für Sie hier in der Zusammenfassung durch den Kroaten Barac. Was sagt ihr dazu? Ja, ich sage einmal, dass der Schiri gibt normal das Foul. Der Spieler, wow. Der, und der dreht dann einfach zweimal noch oder dreimal noch einmal auf den Ball, obwohl er sieht, dass der Spieler Schmidt den Ball unter seinen Körper hat und trifft ihn natürlich auf die Rippenbereich. Der schützt seinen Kopf, weil er schon gesehen hat, ich habe einen Narischen in mir. Also ja. Für mich kehrt er raus. Was für mich das Allerärgste ist, dass der Didi Kübauer, von denen nicht so viel heute wie manche andere, den noch verteidigt.
Da muss ich sagen, ja, es passiert, es tut mir leid. Nein, der Didi, was, oder war er irgendwie nicht richtig gestimmt? Weil überhaupt die Rapid-Bank war ein bisschen komisch. Der Andi Marek, den ich wirklich mag, der Rapid-Platzsprecher, sagt zum Trainer von den Wolfsbergern, ich habe es nicht genau, was er genau gesagt. Halt die Pappen. Halt die Pappen, das macht man nicht. Das sage ich, meine Frau auch öfters, wenn sie es zu mir sagt. Aber nein, aber in der Emotion kann einmal was passieren, aber... Das soll nicht passieren, sag mal so. Das ist, ja. Aber wird das Ganze für Barac im Nachgang noch Konsequenzen haben? Nein, das, weil es eben keinen Videobeweis gegeben hat und es noch nicht gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass man das dann ausschließen muss und aus. Ja. Bei einem Videobeweis war das rot gewesen, dann geht er automatisch vom Platz. Und so wie der Eddie richtig sagt, kriegt er 2-3 Spiele. Aber ja, wir haben keinen Videobeweis, oder wir reden jetzt über einen heißen Brei drum. Ja, liebe Zuschauer, ein unterhaltsames Match. Man trennt sich 1:1. Wolfsberg verteidigt Platz 3. Wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause und dann ziehen wir noch mal Bilanz auf den 11. Spieltag. Und dann gibt es unter anderem auch das Tor der Runde. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Ein letztes Mal herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur großen Bundesliga-Show hier auf OE24TV. Jetzt ziehen wir zunächst einmal Bilanz auf den 11. Spieltag und hier nochmal die Übersicht aller Ergebnisse. Sturm Graz spielt 1:1 gegen den Meister Red Bull Salzburg. Außerdem Torfestival in Linz. Lars gewinnt 7:2 gegen SV Mattersburg. Und im Abstiegskampf SCR Altach verliert zu Hause 1:4 gegen Admira. WSG Tirol verliert ebenfalls zu Hause 0:1 gegen TSV Hartberg. Und St. Pölten trennt sich 2:2, nimmt einen Punkt mit gegen Austria Wien. Und im Spiel aller Spiele um Platz 3 geht das Ganze auch unentschieden aus. Rapid Wien gegen Wolfsberg AC 1:1. Und wir geben noch mal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Was hat sich denn da so getan? Im oberen Bereich unverändert Platz 1 Salzburg, auf Position 2 LASK und auch Wolfsberger AC verteidigt den 3. Platz. Wie sieht es im Abstiegskampf aus? Da machen es unter anderem, wie wir hier gerade sehen, Altach und St. Pölten mit sich aus, jeweils mit 7 Zählern. Aber auch für WSG Tirol und Admira wird es mit 9 und 8 Punkten richtig eng im Abstiegskampf. Ja, soweit die Tabelle. Wir sind natürlich jetzt noch gespannt, was an diesem heutigen Spieltag, am 11. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga, das Tor der Runde war. Seid ihr auch gespannt? Habt ihr einen Tipp? Ja, natürlich haben wir einen Tipp. Was ist dein Tipp? Wir wissen es, weil... Ja, du weißt es schon. Naja, weil wir beide das Admira-Tor gewählt haben. Ja. Ja, das war die Jury, die Unabhängige. Ja, und Bakis ist der Torschütze, ein Traumtor. Ja. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt zu unserem Tor der Runde. Und wir machen jetzt hier direkt weiter mit dem Tor der Runde. Und das hat stattgefunden im Spiel Altach gegen Admira. Das Tor schauen wir uns jetzt an. Ja, Eddie, ich glaube, wir beide waren begeistert von diesem wunderschönen Aufschauen. Tormann zu weit weg vom Tor und dann einfach drauf. Der Bach ist mit der Nummer 11, der eigentlich unheimlich frech gemacht, mit sehr viel Mut zum Risiko. Der Tormann schaut natürlich blöd aus, aber den kann er nicht halten. Wenn ein normaler Spieler von dort schießt und schießt übers Tor, dann kriegt er normal 20 Liegestütze. Aber er hat keine Angst gehabt vor die Liegestütze, hat einfach Risiko. Und Mut wird belohnt, Diana. Allerdings immer. Das müsstet ihr erkennen, auch bei den Frauen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber wir machen jetzt hier zunächst einmal weiter auf die Vorschau zum 12. Bundesligaspiel. St. Pölten empfängt zu Hause Sturm Graz. Außerdem TSV Hartberg gegen SV Mattersburg. Ebenfalls am Samstag spielen Austria Wien gegen WSG Tirol. Und dann geht es direkt am Sonntag um 14.30 Uhr weiter. SCR Altach empfängt den LASK. Außerdem Wolfsberger AC gegen Admira. Und der Meister Red Bull Salzburg empfängt zu Hause am Sonntag ebenfalls SK Rapid Wien. Ja, das ist soweit die Übersicht für die nächsten Spiele, für den 12. Spieltag. Wir machen jetzt hier weiter mit der Tipico Wettshow, das Duell Frankie gegen Eddie.
Ja, da haben wir bereits letzte Woche fleißig auf den heutigen Spieltag gewettet. Und da würden wir natürlich schauen, wie das Ganze ausgegangen ist. Fallen im Spiel Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg mehr als 2 Tore? Frankie sagt ja, Edi sagt nein. Wir haben bei einem Einsatz von 10 Euro macht Edi hier 22 Euro gut. Außerdem schießen beide Teams ein Tor beim Spiel SK Rapid Wien gegen Wolfsberger AC. Frankie sagt hier nein, Edi sagt ja. Hier liegt wieder einmal unser Edi richtig. Mit einem Einsatz von 10 Euro macht er hier 14,70 Euro. Und bei der letzten Wette, wer schießt das erste Tor beim Spiel St. Pölten gegen FK Austria Wien? Frankie sagt hier ebenfalls Austria Wien wie auch Edi. Beide liegen richtig. Bei einem Einsatz von 10 Euro würden beide 18 Euro machen. Ein Gesamteinsatz von 10 Euro macht es dann bei dir bei 54,70 Euro. Du hast gewonnen. Frankie, du hast dieses Mal verloren. Das heißt, du musst die Wette antreten. Dein heutiger Wetteinsatz ist, du darfst für uns singen. Singen? Singen. Und du darfst dir sogar den Song aussuchen. Ja, ich verabschiede mich von allen Zuschauern. Dankeschön. Hier wird es gleich beben. Ich habe von meiner eigenen CD, hier ticken die Uhren im südlichen Takt. Darum habe ich mal wieder die Koffer gepackt. Die Strömung der Römer, sie zieht mich ans Meer. Italia, mein Land, hier komme ich hier wieder. Oben ohne, in Bibione, mit Sonnenhut und Jesolo. Paella und Pizza, ein Aperol Spritzer. Und der Edi ist doch so. Na, bitte sehr. Ich wusste gar nicht, dass du singen kannst. Nein. Wow. Viele sagen, ich kann es eh nicht. Was? Besser als ich. Das ist schon jetzt mal gut. Frage, nächste Woche sagt die Wette, wenn ich verliere, muss ich auch singen? Nein, dann haben wir einen anderen Wetteinsatz, aber das verraten so, wir geheim. Morgen. Also, das hätte ich jetzt schon ab morgen geübt. Ja. Gesangslehrerin. Aber wir müssen noch wetten. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch wetten auf den 12. Spieltag bezogen. Und da frage ich euch gleich mal in die Runde. Fallen beim Spiel Red Bull Salzburg gegen SK Rapid Wien mehr als 2 Tore? Frankie, was sagst du? Ja. Da fallen Edi? Ja. Da seid ihr euch auf jeden Fall einig. Bei einem Einsatz von 10 Euro würde das 14,50 Euro für beide heißen. Schießen beide Teams ein Tor im Spiel Austria Wien gegen WSG Tirol? Frankie? Nein. Nein? Edi? Ich sag ja, ich würde auch Nein sagen, aber sonst ist es ja weg, wenn man immer das Gleiche sagt. Ich sag ja. Mutig, mutig, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und die letzte Frage, wer schießt das erste Tor im Match SCR Alltag gegen LASK? Was hast du, Frankie? Das wird Alltag sein. Alltag? Was LASK. Wow, das wird spannend. Ja, und bei einem Wetteinsatz von 10 Euro solltest du gewinnen, Frankie. Macht das für dich am Ende 64,50 Euro. Für Edi würde das Ganze bei 45,20 Euro enden. Ja, und wenn auch Sie, liebe Zuschauer, sich dem Tipp unserer Experten anschließen wollen oder eben auch nicht, weil ich würde mich der Meinung nicht anschließen, dann platzieren Sie doch Ihre Wette auf www.tipico.at. Auf Neukunden wartet außerdem ein Willkommensbonus ab 10 Euro bis 100 Euro auf Ihre erste Einzahlung. Ja, und das war's auch schon wieder von der großen Bundesliga-Show hier live auf OE24TV. Es hat richtig viel Spaß mit euch gemacht und wir blicken natürlich Kompliment, gespannt. So viel muss sein. Kompliment für deine tolle Moderation. Das erste Mal mit uns. Ja, das war uns auch ein Vergnügen. Und man sieht, die Frauen haben unheimlich viel Ahnung vom Fußball und Sport. Ja, da muss man auch eines dazu sagen, du bist ja die noch regierende Miss Thüringen, also damit war klar, also mit dir wird es heute erhitzt werden. Eddie, Miss Favorit, Mr. Favoriten, du Miss Thüringen. Also ich bin, das muss ich auch noch mal kurz aufklären, 2013 war ich die Miss Thüringen, aber ich kann euch noch was verraten, ich bin tatsächlich die letzte Miss FC Bayern München. Oh. Ja, jetzt seid ihr sprachlos und Sie vielleicht auch. Wir machen jetzt hier eine Werbepause und freuen uns dann auf die nächste kommende Woche. Dann heißt es 12. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Wir verabschieden uns hier. Schönen Abend. Tschüss.